So. Let's fucking go, Leute. Nice. Wir haben Daydreamer, wir haben Weißo Cringes und Top Gap haben wir auch im Team. Let's fucking go. Wenn er versucht, auf der andere Art auf dich herabzusehen oder zu vermindern, wie zum Beispiel fragen, ob der Kanal View bittet, warum man da ein Fass aufmacht. Naja, das ist halt, also Leute, das ist halt die Strategie, wenn du keine Argumente hast und weißt, dass du in der Schuld bist, also dann ist dein einziges Play, ist praktisch sogenannter Whataboutism und einfach versuchen, den anderen auch runterzuziehen. Aber was will er machen, ne? Ich glaube, ich frage mich, was will er machen, ne? Muss immer der Stuhl rausgeholt werden, damit keiner sieht, dass die Hose fehlt. Ja, Leute, es ist heiß hier. Was soll ich machen? Natürlich habe ich keine Hose an. Meint ihr, ich stream hier mit Hose oder was? Wo kommen wir denn da hin? So, danke Ante Flu für den Support. Willkommen. Und sein Argument ist, er gibt keinen Fuck auf die Regeln, weil Riot dasselbe macht. Stabile Verteidigung, bruv. So, aber jetzt, Leute, das Thema ist für mich abgehakt, ne? Den Rest soll Riot machen. Wir haben unseren Job gemacht. Wir haben die gute Tat des Abends getan. Und jetzt dürfen wir einfach schön Solo-Queue gemeinsam genießen. Ist das nicht nice? Ein bisschen Solo-Queue gemeinsam genießen. Ihr und ich, wie war's denn für euch heute? Wie ist denn das Leben? Geht es gut hier, ne? Riot wird nichts machen. Es kommt darauf an, wie groß der Tweet ist schon actually sehr groß. Ich glaube, dass die was machen. Ich glaube, die werden den Account permabannen, tatsächlich. Ich glaube nicht, dass es weitere Strafen für ihn gibt, aber ich bin mir sehr sicher, dass der Account weg ist. So. In der Fanta ist was. Die ist tatsächlich sehr, sehr süß, die Fanta hier. Die haben ja krassen Zucker, haben die. Bin in Italien, danke. Ey, lass dir gut gehen. Ich hoffe, du hast dir richtig die Sonne auf dem Bauch scheinen, Rallye. Sehr, sehr cool. Na, dein Tweet auch auf Reddit gepostet. Gute Arbeit, denn. Aber Reddit ist normalerweise, ich glaube, die sind an sowas nicht interessiert, ehrlicherweise. Zumal, glaube ich, ich glaube, wenn du dich nicht wirklich auskennst, verstehst du überhaupt nicht, was ein Deboosted-Account ist und was das bedeutet, oder? Ich glaube, Leute, du verstehst das nicht. Um ehrlich zu sein. Ihr versteht das, weil ihr halt sehr viel involvierter seid bei League. Aber jetzt, wenn ihr mal an den klassischen Reddit-Nutzer denkt. Ich wage zu bezweifeln, dass der versteht, was ein Deboosted-Account ist. Das Allerlustigste an der ganzen Sache ist sein Ingame-Name. Dass sein Ingame-Name ist einfach Humility is Key und er spielt auf einem deboosteten Iron-Account. Das ist Peak. Also das muss ich sagen, ist wirklich Peak Entertainment, oder? Das ist wirklich Peak Entertainment. Was steht 3-0 für die Gegner. Na jo, klasse. We lost, relax. Alles easy hier. Es ist immer gern, was man von seinem Team Minute 3 liest. It's lost, boys. So. Ja, ein Matchup ist nie so geil im Early, aber drauf geschissen. Also im Late Game glaube ich auch nicht geil. Wobei der Cage, actually, der Cage könnte schon sehr stark sein gegen Yasuo später, oder? In Teamfights? Ein guter Cage? Da kannst du nicht in den. Aber. Hä? Warum ist sie denn Melee rein? Wait. Noted. Genuine. That's not very good. Okay.
Nice. Wir gehen wahrscheinlich einfach per Clutch at Predenseller. Wir können uns auf Road of Ages auch noch überlegen. Die haben einen Giga-gefeedelten. Ja, Senna Seraphin unten. Maybe? Und das wäre ein schönes Ding. Ah, schade. Aber die sollten Agent Bonnie auch noch bekommen. Da, 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 da. Alter, ich hab kein Flash. No, 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 no. Ich glaube auch, der Seed-Pick könnte später sehr stark für uns sein, oder? Uhuhu. Oh, der Shaco mit dem Flank. Den haben wir gefunden. Well, that's not the best. Seid ihr mal in Ruhe farmen? Wait, das ist ein AP-Shaco. Gegen Senna Seraphin. Och, Klausel. Maybe. Gegen Yasuo ist gut. Ja, aber wir brauchen halt irgendwo Damage, ja, damit unsere Botlane behind ist. Und Weiger braucht leider so lange, bis er Damage macht. Ne, die haben noch keinen Drake. Not, not right here, bitte. Bitte schön. Was soll man denn machen, Bro? Ich bin Early Game Weiger. Ich will doch nicht fighten, Bro. Yeah, wir nehmen lieber den Shutdown anstatt den in der Mitte. Let's go! Da ist es doch! Da ist es doch! Hier, die Wins! So, nicht anders! Okay, also Zed ist oben auch auf Yvonne gestorben. Oh nein, der will nochmal reingehen. Shit. Ne, ist sehr low. Ich hätte vielleicht, aber Viego kann halt kommen, ne? Wenn also Botner gerade 2v2 einen Kill geholt. Okay. Ui. Okay. Was für ein Cage. Na, ja, müssen wir für ein Cage. Oh, ich bin sowas von so gut gefährdet. Nee. Nicht, nicht. Nur er. Schön. NA Yasuo Gameplay. Da kann man auch mich gleich Yasuo spielen lassen bei der Performance. Das hätte ich genauso hingekriegt. Wie viel Stacks ist man ready auf Weiger? Ich weiß nicht, so 1000? Nee. Du solltest, also, ich würde sagen, so ab 600 AP rum fängst du an, Damage zu machen auf Weiger. Aber der ist nicht so bad, der ist wirklich, der ist nicht so bad, der Champ, ne? Also, ich glaube, der ist aktuell auch ein bisschen besser jetzt wieder als früher. Das ist okay. Ich glaube, du brauchst halt zwei Items. Du baust deinen Seraphs, deinen Ludens, was immer du möchtest, und dann baust du Rabadons. Und sobald du Rabadons fertig hast, bist du unglaublich stark. Du brauchst halt, also du brauchst zwei Items, brauchst du pretty much. Und dann geht's ab. Warum versucht unsere Jenna, den gegnerischen Support zu solo-killen? Ich hab was knapp, ne? Not bad, not bad, not bad.
Ich glaube, das letzte Jahr noch Prime noch irgendwo. Nee, kannst du nicht. Das wurde nicht gecostreamt. Morgen gibt es einen Kani und Nobecast und am Donnerstag auch. Also wir machen jetzt zweimal Doppelpower aus Mexiko. Wird es jetzt zweimal geben, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr die Ulti da nicht sogar gekillt hätte, Flash-Ulti. Das ist sehr knapp, ne? Maybe. Maybe hat ihn dort gekillt. Bisschen unruhig gerade, der Yasuo, wie mir stinkt. Mal wieder Wall wahrscheinlich. Maybe hätte ich den killen können, ne? Mhm. Außer dieser ist nicht gebased. Das ist ganz gut jetzt. Wir können gerade for free stacken. Das ist schon nice. Wir dürfen uns ja bloß nicht hitten lassen, ne? Wenn er uns hittet, sind wir einfach tot. Just don't get hit the boys. Hoffentlich reicht das schon. Das ist immer so die magische Grenze, ne? Wenn ihr mit eurem Weg. Oh, really? Sharp dressed man. Der verdammte Houdini war wieder am Start, ja. Immer CDR. Ne, also tatsächlich, ich glaube, du kannst auch sehr gut Ludens mit Zorgboots spielen. Das ist vielleicht auch ein bisschen besser, weil du dann im Early sehr viel stärker bist, sehr viel schneller. Ich glaube, der Bild ist vielleicht ein bisschen zu greedy, weil Veigar ist ja eh schon ein sehr gieriger Champion. Das darf man, finde ich, nicht vergessen. Und dass man dann halt noch greedier ist, ist vielleicht nicht so gut. Ehrlicherweise. Die Kombo! Oh, die tanken das. Oh, Jenna, wir zwei! Let's go! Let's go! Sir? Nice. Dann gibt's sich gebasen. Yep. On my way. Good call, good call. Drake wäre nice, wenn wir kriegen könnten. Play cages and boxes. Ich weiß nicht, was du machst, aber. Hm. Er lebt. Okay. Bist du zur EM wieder in Deutschland? Yes, ich bin nächste Woche bin ich wieder in Deutschland. Ab Montag bin ich in Deutschland.
Und danach gibt es sehr, sehr krasses NNO-Cup-Training. Also wir werden richtig, richtig reingehen in den NNO-Cup. Ich habe auch schon mit meinem Team geredet. Die sind komplett motiviert. Wir werden komplett reinfahren. Er steht... Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wenn der Flasher bin ich einfach tot. Der Sidestep! Oh! Boah, das war brutal, ey. So, nice. Ich hätte sie Muchachos nennen sollen. Nice. Ja. Oh Gott, was war das für ein Kuh? Wer für wen meine ich? Moin. Oh, das war vielleicht zu früh Moin gesagt. Ich habe jetzt nicht hinrecht, ich kann einfach gerade auslaufen, ne? Das ist gefährlich. Okay. Let's go! Oh mein Gott, ist das geil! Der hat echt eine schlechte Zeit, der Kerl. Oh, der hat eine verdammt schlechte Zeit, der Mann. Ja, zu dem Zeitpunkt, ich bin so fett, wir können einfach Sonjas gehen, oder? Tja, ich hab's einfach ein Sonja-Single. Shagum macht richtig von mir ein. Ey, die Jenna spielt auch einen auf. Ich sah 1-6, hat eine schlechte Lane gehabt, aber die macht gute Tornados, gute Ults, so. Shaco hat gute Boxen. Gut, sehr, sehr gut. What is a champion? Thunderstruck. So viel Damage. That's alright. Yeah, Thunderstruck. Understood. Lohnt sich nicht zu flashen für den. Der ist nicht genug Gold wert dafür bisher. Der ist einfach 3 Stacks. Wir treiben ihn zurück und wir kriegen den Turret. Wir wollen nicht unseren Flash wasten, weil wir müssen um die Wall halt auch noch rumspielen. Mist, wir machen gleich zu viel Damage. Wir dürfen keine Punkte mehr in W setzen, sonst können wir die Melee-Minions nicht mehr stacken. Wir müssen weiter E-Skillen. Wir haben zu viel Schaden gerade. Oh oh. Oh, wenn ich das gehittet hätte, das wäre so juicy gewesen, ey. Ich vergesse immer, dass man in den Busch unten hier nicht reinlaufen kann, ohne gesehen zu werden. Das ist my bad. Leider. Das ist leider my bad. Oh, das wäre so ein cooles Play gewesen, wenn es geklappt hätte. Ah, let's go. Aber unser Team ist doch völlig da. Wisst ihr, positiver Zuspruch. Das ist, was zählt. Und das ist immer so, dass die W auch Stacks gibt. Nicht, dass ich wüsste, nein. Ich glaube, die W gibt keine Stacks. Nur die Q. Ich glaube, das wäre auch sehr broken, wenn die W Stacks geben würde, ehrlicherweise. Ich glaube, Veigar ist allgemein jetzt seit den... Also, der hat ja irgendwann so einen kleinen Buff gekriegt. Und ich glaube, seit diesen kleinen Buffs ist der wirklich nicht mehr so schlecht. Der Champ. Oh.
Nice. Oh, was macht noch ein blödes Sonjas? Haben sie auch. Sehr gut. Ich hätte den da baiten sollen und nicht Sonjasen dürfen. Good shit, good shit, good shit. Oh, hey, die wollten nach 5 Minuten verfaten bisher. Und das ist die. Also, das ist das Gute, wenn man ein gutes Mindset hat im Leben. Ihr könnt so viele Games noch drehen. Es gibt so viele Chancen für Comebacks aktuell. So. Ihr müsst nicht jedes Game aufgeben, wenn es mal schlecht läuft oder ihr mal einen Fehler macht. Jeder macht Fehler. Ich mache auch viele Fehler, Leute. Ich mache so viele Fehler. Zum Beispiel deswegen gehe ich Base, ne, weil das sieht nach einem Fehler aus. Oh, schöner Sidestep von Panto. Cool, Panto. Und you? Und das wird. Aber das meine ich, das ist halt sehr dumm, jetzt da zu overstayen für einen Turret, wenn der Drake up ist. Ne. Wir wollen das eigentlich ungern abgeben. Aber Vanish ist noch auf einem guten Weg, ja? Das hat kein Damage gemacht! Oh nein! Das hat mich gekillt! Die ist ja Full Tank! Okay. Okay, okay, okay. Zu wenig Punkte in W. Ja, da waren jetzt. Da wären jetzt vielleicht ein paar mehr Punkte in W gar nicht so schlecht gewesen in der Situation. Da bin ich bei dir, Kollege. Ja, unsere Mission ist jetzt, Kani einzuholen. Aber das wird ein bisschen dauern, weil Kani sehr, sehr... Ich weiß gar nicht, wie viel Elo hat denn Kani gerade? Wahrscheinlich viel zu viel, ne? Aber Master wäre ein gutes Ziel für heute, würde ich sagen. Master wäre echt ein gutes Ziel. Da, da. Na, na, na. 25, okay. Wie hoch ist die Grandmaster-Grenze in Nordamerika gerade? Wie hoch müssen wir? Diese extra Flocken, ne? Noch mehr Ability Haste die ganze Zeit. Ah, schade. Schön von ihm gemacht, leider. Gut, dass er meinen Körper nicht bekommen hat, da. Das war ein kleiner Overstep von mir. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Might be worth! Ich weiß nicht, ob die den kriegen, um ehrlich zu sein. Mit einem Arrow? Coin raus. Panto, let's go! Kann er den jetzt machen, der Jesse, oder? Ja. Jetzt könnte er den sogar noch nehmen. Der hat sogar noch einen gesniped hinten. Nein, ich hab TP, wenn ich spawne. So, jetzt brauchen wir als nächstes brauchen wir Blight Jewel. 201 LP, okay. Ja, cool, das noch zu holen, muss ich sagen. Das ist schon cool. Oder Walk of Life. Wir brauchen Elden Ring Boss Musik. Wollt ihr Elden Ring Boss Musik haben, ja? Warum sind wir Mitte? Top. Sie müssen meine Angriffspattern jetzt gut lernen, die Gegner. Sie müssen sie wirklich sehr, 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 sehr gut lernen, die Patterns. Hast du das Pattern gelernt, Agent Bonnie? Nope. Das ist eine 3-Hit-Combo, ne? Daydreamer, hast du das Pattern gelernt? Ah, okay. Ja. Da bin ich gerade schön in die Kombo reingegangen und dann sowas. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Instant Surrender war der Bossmusik, ja. Da war nicht Ziel zu holen. 8-5, meine Damen und Herren. Wir gehen jetzt plus. Let's go! Wen honor wir hier? Vanquish? Panto, die alte Legende. Jetzt hätten wir den Chaco honoren sollen.
Alright. Noch zwei bräuchten wir. Oh, Most Damage im Game auch. Lecker. Bei der Musik haben die einfach gemerkt, dass sie chancenlos sind. Die Elden Ring, oh, Elden Ring geht auch bald weiter, Leute. DLC-Time. Ich glaube, es sind 2 Wochen noch, oder? Für DLC. 20. Und habt ihr gesehen, Arcane kommt, ist jetzt auch ein Zeitpunkt. November ist jetzt announced worden. November. 21. sogar, okay. Wo ist die Grandmaster-Grenze? Wie gesagt, also wir können gucken, ob die schon voll ist. Ich weiß es nicht. Actually, bei denen? Wait, in Nordamerika funktioniert die leider. Also es gibt noch nicht voll Challenger, gibt's noch nicht. Challenger ist noch nicht voll. So, ist Grandmaster voll? Grandmaster ist ziemlich voll, ehrlicherweise. Grandmaster ist ziemlich voll. Das heißt aber, die Grenze sollte noch bei 200 LP sein. Aber die sollte bald hochgehen. Sie sollte jetzt dann so langsam ansteigen. Hat Kani keine Lust mehr? Kani hat gerade was zu tun, das anscheinend. Ein Meeting. Kannst du aus Mexiko Scrims mit deinem Team für den Cup machen? Leider nicht, nein. Weil ich habe in Mexiko natürlich dann 300 Ping. Das ist halt unspielbar, leider. Hallo from USA und ich spreche Deutsch auch. Really good, my friend. Hope you're having a wonderful time. I'm just trying to climb on your server, but it's not going too well. It's not going too well so far. Kinda getting smacked around by the Americans. So. Muss einmal ganz kurz meine Nase schneuzen, aber das fängt jetzt gerade wieder an, dass meine Nase permanent voll ist. Das ist richtig nervig. So. Mit Mitbeast für den Cup extra eingeflogen ist er sowieso in der EU. Ich nehme an, dass er in der EU ist währenddessen, aber ich könnte es dir nicht sagen. Keine Nasendusche empfehlen. Ja, ich weiß nicht, warum ich das habe, aber bei mir ist immer die Nase voll. Also ich weiß, dass ich eine Hausstaubmilbenallergie habe und vielleicht ist hier staubig, weißt du? Nehme ich auch mal auf dem türkischen Server. Ja, wir haben ja diese Weltkarte, ne? Also ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Wir haben ja diese Weltkarte. Und bei der Weltkarte ist es so, dass wir nach und nach die ganze Welt auffüllen wollen. Hier, warte, ich zeige euch die mal. Ich finde, das ist ein richtig cooles Tool, das einer meiner ihr Dings gemacht hat. Einer meiner Mods. Schaue ich das an, dann hat man hier, da sieht man gerade das Game, wo ich gerade live bin, dann Nowhere Around the World, ne? Da sieht man, wo ich schon Challenger war, wo ich das schon erreicht habe. In NA, also zum Beispiel manche Sachen, zum Beispiel NA, da gibt es gerade noch keinen eingetragenen Account, da war ich ja auch schon Challenger. Hier unten ist noch kein Account, ne? Brasilien ist noch kein Account. Kann man da nicht draufklicken? Doch. Brasilien ist noch kein Account. Ne? Man sieht jetzt halt zum Beispiel, okay, Challenger war ich jetzt schon in Lateinamerika Nord, in EU West und in Südkorea. Ne? Und dann kannst du das halt nach und nach, wird das halt alles aufgefüllt, bis wir die ganze Welt voll haben. Mit den Farben muss man aber noch gucken. Ist LAS stärker als LAN? Ja. Also ich glaube, LAN ist der leichteste amerikanische Server. Ich glaube, Brasilien ist sehr hart zum Beispiel. Ich glaube, Brasilien ist nicht so einfach. Danke an Robert Ember für den Support. Einen wundervollen wünsche ich. Warst du Mexiko-Challenger? Ja, 7 Tage. 7 Tage habe ich gebraucht. Ist Mexiko-Stadt eine schöne Stadt? Also ich persönlich fühle mich nicht so wohl hier in Mexiko-Stadt. Ich weiß, dass die Hauptstadt nicht reflektiert, wie ein Land an sich ist, aber ich habe ja nicht meine beste Zeit. Also ich sitze lieber jetzt den ganzen Tag zu Hause und nörde, wisst ihr, in meiner Bude. Ich fand, Kings League war sehr, sehr geil, aber jetzt, vor allem jetzt ist einfach Solo Queue macht Spaß und eine große Rausgehen ist bei mir gerade nicht. LAN ist Lateinamerika Nord, genau, ja. LAN ist Lateinamerika Nord, LAS ist Lateinamerika Süd und BR ist Brasilien. Mm-mm.
Was macht die Stadt so shady? Also man fühlt sich nicht sonderlich sicher. Es ist überall super viel Militär, mit schwer bewaffnet, mit Pumpguns und allem möglichen Zeug. Was ich finde, einfach sich nicht gut anfühlt. Es sind permanent Sirenen, Einsatzfahrzeuge, Panzer fahren rum. Die Luft ist unfassbar schlecht. Der Verkehr ist unfassbar hoch. Leute wirken sehr gestresst, sind zwar nett, aber sehr gestresst. Das Essen, man ist es nicht gewöhnt als Westlicher. Wir sind alle krank geworden. Einer von unserer Gruppe hängt sogar am Tropf gerade, weil er so schlimme Magenprobleme und Durchfallprobleme hat. Also es ist gewöhnungsbedürftig. Es ist halt eine Hauptstadt, eine Großstadt, wo es halt ziemlich zur Sache geht, wisst ihr? Viel Militär wegen der Wahl, oder? Genau, wegen der Wahl, ja. Warte, ich gehe ganz kurz die Nase schneuzen aber jetzt, weil das ist wirklich saunervig so. Ich bin gleich wieder da. Entschuldigung, Leute. Ja, yeah, alright. Schwierigster Server auf der Welt. Von denen, wo ich bis jetzt war, ist es auf jeden Fall Korea, würde ich sagen. Korea ist sehr hart. Tolkien, why my captain has this emote? Which emote, Mr. Only 35? Which emote does he have? The Warwick one? Your captain is currently going to Faker in Korea, and he will bring back some very, very good tactics how you can defeat us. Like he's going over there for like a week or something, and he will come back very strong. Danke an Starlord Prime. Vielen, vielen lieben Dank dir für die 5 Abos. Schön, dass ihr mit dabei seid zur späten Stunde. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream, hattet eine schöne Zeit hier. Und jetzt gucken wir, dass wir noch ein paar Wins holen, damit wir auf Master enden können, ja. Gab es schon Reaktionen auf den Tweet? Ich glaube nicht, dass irgendwer... Also wenn sich jemand geäußert hat dazu, also TF Blade oder Riot, dann sagt gerne Bescheid. Pulsdog, vielen, vielen Dank dir auch für die 5. Schön, dass ihr mit dabei seid. Sehr, sehr gut verlinkt. Sehr, sehr gute Arbeit, Schisschen. Okay. Ah, vielen, vielen Dank dir, Pulsdog. Schön, dass du dabei bist. Oh, das ist ein sehr roughes Matchup für uns leider. Gegen Trainer mehr. Mal schauen. We're spending most our life living in a gangster's paradise. Okay. TF Blades Verteidigung, das haben mehrere schon im Chat geschrieben. Also TF Blade hat wohl gesagt, ja, er bricht die Regeln, aber alle brechen die Regeln und Riot bricht die Regeln, deswegen ist es nicht schlimm, dass er die Regeln bricht. Das ist, was er sagt. Das ist seine Verteidigung. Aber ehrlicherweise kenne ich sehr, sehr wenige Hilo-Spieler, die sich Iron-Accounts kaufen. Das ist was sehr, 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 sehr Seltenes. Also, mich würde interessieren, wen er damit meint, wenn er von alle redet. Um ehrlich zu sein.
Steve Blades wird alle Parabolisten, die das Thema aufbringen. Ey, das ist sein Ding, ne? Ich will da auch jetzt weiter. Wir machen da jetzt keine Hetzjagd draus oder so. Am Ende muss jetzt Riot. Wir haben unseren Job getan, wisst ihr? Wir haben darauf aufmerksam gemacht. Und jetzt soll es einfach. Riot muss sich das anschauen. Seine Zuschauer müssen das für sich entscheiden. Und das ist okay, ne? Jetzt ist für mich ist die Sache fertig, wisst ihr? Für mich, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Da müssen wir doch kein großes Drama draus machen. Das ist genauso wie damals mit der Mickey-Sache. Manchmal baut man Scheiße. Mickey war auch so. Der hat sich initial aufgeregt. Dann hat er drüber nachgedacht. Hat er sich entschuldigt. Gesagt, okay, shit, ich habe Scheiße gebaut. My bad. Und Account war weg. Ne? Aber also er hat das eingesehen und ist alles in Ordnung. Ne, da muss man nicht weiter nachtreten, wisst ihr? Dann ist das passiert einmal und dann ist gut. Einfach. Straight up. So. Oh nein, für das auch unten. Was ist denn für ein Desaster? Ich kann leider im Örtlich-Triller mehr nicht erwidern hier. Da steht ja nur einer stirbt, den Triller ist gar nicht so schlecht. Ja, langsam. Oh, der ist tot. Ja. Dann, Sir. Hm. Wie viel Zeit ich in das Spiel investiert habe. Also ich tippe so zwischen 40 und 50.000 Stunden irgendwo, ist mein Tipp, wie viel Zeit ich in League investiert habe. Und wisst ihr, das Allerschönste ist, dass das Spiel immer noch nicht langweilig ist, dass es immer noch Sachen gibt, die ich noch nicht geschafft habe, die ich lernen kann, die das Spiel interessant und spielwert machen. Nach all den Jahren. Wir haben erst ein sehr, sehr schlechtes Matchup für Zed, ja. Aber wir kriegen das, Leute. Wir kriegen das. Das ist gar kein Problem. Der hat halt sehr viel Sustain, der haut euch runter, der hat eure Ult später zum Countern. Aber wenn wir gut reinkommen, dann ist es nicht so schlecht. Man muss immer noch die Ult im richtigen Moment drücken, also wenn wir ulten. Was gar nicht so einfach ist, glaube ich. Ich muss auch Worlds gewinnen. Das wäre natürlich cool, aber ich glaube, es gibt natürlich manche Sachen, die einfach nicht so realistisch sind, wisst ihr. Aber zum Beispiel Challenger überall auf der Welt, das ist eine Sache, die wir vielleicht noch schaffen können. Das ist tatsächlich noch eine Sache, die wir vielleicht schaffen können. Hm, merkt man den hohen Ping von knapp 50 nicht wirklich, nee. Ich würde sagen, so bis 80 Ping oder so ist eigentlich alles okay, solange der Ping konstant ist. Weil, also in Amerika, wisst ihr, Amerika ist Land, ist so unglaublich weitläufig. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ein einzelner State in Amerika ist so groß wie ganz Deutschland. Ne, also Texas zum Beispiel ist so groß, ist sogar größer als ganz Deutschland. Das ist, die Distanzen sind riesig in Nordamerika und deswegen, oder in den USA. Und deswegen ist es auch so, dass halt ganz, ganz viele Spieler, gegen die wir spielen, haben auch keinen besseren Ping, wisst ihr? Die haben auch keinen besseren Ping. Mhm. Hm, Texas ist so groß, da passt zweimal Texas rein. Nee, dann. Ja, es ist aber, ich finde, das ist crazy, oder? Hättet ihr gedacht, dass Texas doppelt so groß ist wie Deutschland? Niemals, oder? Das ist so crazy, wie groß alles in Amerika ist. Vor allem die Portionen im Super, also in Fastfood-Restaurants, I guess. So. Richtung Mitte. Wie viel stärker schätzt du NA im Gegensatz zu LAN ein? Oh, das ist, also NA ist eine Second-Tier-Region. Ähnlich wie EU West, so. Und LAN ist halt eine Wildcard-Region. Also das ist ein gigantischer Unterschied. Ihr seht ja jetzt, also ich meine, in LAN sind wir mit 70%, ich glaube mit 70% Challenger geworden und hier struggle ich jetzt schon ein bisschen. Das ist halt eine große, große Ungewöhnung gerade. Muss ich ehrlich sagen, also schon schwer gerade. Mach einfach zu viele Dummheiten, so. Einfach ein bisschen zu viele Dummheiten. Ja, der wird wahrscheinlich zu ihm gehen, ne? Ah, das hat die Ult gecancelt, ne?
werden dich rächen, Kesante. Na, Zuma ist gefallen. Aber Zed hat dich. Eigentlich sollten wir in der Mitte eine Menge Platten währenddessen, was nicht so gut ist. Und wir müssen oben noch eine pushen. Okay. Boah, der Trainer, der nimmt einfach fast die ganze Tür da. Der ist nicht optimal, Wir können jetzt Eclipse holen. Und dann so und so. Dann flitzen wir wieder los. Mm-mm. 45.000 Spielstunden, meinst du? Ja, so ungefähr. Ich glaube nicht, dass das unrealistisch ist, dass ich ein Drittel meines Lebens mit League verbringe. Seit 10 Jahren, 11 Jahren. Ich glaube, das ist sehr realistisch persönlich. Und ich meine, dieses Game ist pretty much mein Lebensinhalt seit vielen, vielen Jahren bisher. Ja, da, kann ich Mitte pushen. Dann sagen wir, gehen einfach nochmal direkt top, oder? Weil ob ich da jetzt eine Platte kriege, wenn ich meinen Toplaner entlasten kann, solange der noch keine Ult hat, der Morde, sollte viel besser sein. Würde ich, also glaube ich. Base. Wir hoffen, dass Echo mithalten kann hier. Trying. Und dann gehen wir als nächstes für... Ich weiß gar nicht, was hier das richtige Second-Item ist. Edge ist es wahrscheinlich nicht, oder? Ist nur gegen Nautilus gut. Vielleicht Jomus für ein bisschen mehr Roaming-Potential einfach. Er kriegt halt den Turret gleich, das kann ich einfach nicht verhindern, das ist halt... Das ist die Kraft des Trindamers. Aber wir können unser Team ahead bringen, immerhin. So, Camp defenden hier, vorsichtig. Tier 2 Boots wegen Roam auch? Genau, ja. Also ich weiß nicht, gegen Trindamere, ich glaube nicht, dass ihr individuell halt Progress machen könnt gegen den Champ als Set. Deswegen habe ich hier die frühen Tier 2 Boots und eben auch Jomos dann als nächstes. Einfach seine Ult mal getradet, weil jetzt, wenn er seine Ult, wenn wir die so for free bekommen, dann können wir halt, dann können wir unsererseits Druck machen, ne? Weil jetzt kann er nichts mehr machen erstmal, ohne Ult. Secrets kept our weapons wasted. Ja, das könnte der K6 Mitte gehen, ne? Und nicht zu schnell pushen. Wenn wir Ignite oder die nächste Ult hätten, wäre halt am besten. Dann wieder Roam hier. Schon, kein guter Roam hier. Wir haben jetzt dann Ult, das heißt, wir werden jetzt hier einen Dive spielen als nächstes. Die Frage ist, hat er wieder Ult? Aber ich glaube, die Antwort ist nein, oder? Die Antwort ist nein. An enemy has been slain. Ah, hier werde ich die ganze Combo-Verfehl gewinnen, natürlich nicht dann. Wow, fuck. Mann, bin ich bad. Fuck. Okay, das war super bad von mir, leider.
Oh, das war sehr bad. Wenn ich das W stelle, bevor ich ulte, kann ich ihn sogar killen. Ah, da darf ich nie sterben, Leute. Da darf ich nie sterben. Das ist ein gigantischer Fehler. Weil immerhin hat er den Turret nicht gekriegt, I guess. Und wir kriegen First Turret Bot. Das ist trotzdem, also das ist ein Riesenfehler. Ne? Also da kann man gar nichts sagen. Wait, ist gerade Sub-Mode an? Nee, ne? Hast du alles? Okay, hier nach unten. Nö, ne Slow Chat? Ja, das sollte auch so sein. Das ist angenehm, da kann man sich besser unterhalten im Chat. Ja, das war jetzt ein gigantischer Fehler. Ich habe halt einen wahnsinnig großen Shutter, man denkt, viele in der Mitte. Der hat auch hier Ult ab, also. Ich nicht. Das ist krass, dass er da nicht den Dings nimmt, tatsächlich. Wäre free für ihn gewesen. Hat Ult. So, ist das Bro? Ah, ich muss den Auto canceln mit meiner Ult. Zum Glück war ich da wenigstens kein extra Shutdown wert. Jetzt gehen wir als nächstes unten hin. So langsam, ey. Hat das schön gemacht, der Nautilus, ne? Hat mich komplett durchgezählt, hat 600 Damage gemacht in der Zeit auch. Vielleicht hätte ich doch Edge of Night gehen sollen. Na. Das ist keine Item-Diff, das ist eine Gameplay-Diff. Wenigstens der oben gewinnt jetzt sogar schon. Das ist kinda huge. Wir werden halt immer Probleme mit dem Trinder haben, also ich zumindestens. Wenn wir nicht queuen, bevor du ultest, es wäre fehlen. Nee, ich war tot, sobald ich geultet habe, weil ich keinen Spell gedodged habe damit. Leider. Seit wann ist Ravenous Hider kein Ding mehr auf Zed? Das ist leider, haben sie. Riot hat Ravenous getötet für Zed, weil Spells Ravenous Hydra nicht mehr auslösen. Das heißt, es funktioniert einfach nicht mehr, das Item. Du kannst Profane Hydra bauen, aber für Zed und für Ezreal wurde dieses Item komplett getötet. Trinder ist schon extrem stark zurzeit, ist statistisch der beste Midlaner auf dem aktuellen Patch, ja. Hat eine sehr, sehr kleine Spielerbasis, aber statistisch der stärkste Midlaner. Sehr, 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 sehr broken. Ja, das ist schon wieder Ult. Ich dachte ehrlicherweise nicht, dass der schon wieder Ult hat. Scheint noch da zu sein, er hat die Grump genommen. Naja, ich glaube, jeder, der schon gegen Trinder mehr gespielt hat aktuell, wird wissen, wie frustrierend dieser Champion zurzeit ist, leider. Einfach nur, seht ihr das? Der macht eine Wave, ist einfach full life. Ich habe alle Shurikens verfehlt. Und ich bin trotzdem tot, ne? Das ist so broken. Das ist schon ein sehr frustrierender Champion aktuell. Für Namir. Nice, schön. Oh, noch Flash von ihm. Ich weiß nicht, ob sie die vielleicht sogar killen können da. Ah, schade. Wenn er einen Ticken früher den Flash kriegt, wäre huge gewesen. Ich kann den halt nicht mehr halten. Vielleicht kann Gesandt ihn halten. Oh. Nein, warum tippiert er top? Schade. Jetzt gucken wir mal hier. Bei Henno im Stream sieht der weniger broken aus. Ich meine, der ist nicht so einfach zu spielen, glaube ich, wie viele Leute denken.
Aber jetzt zum Beispiel in dem Game, ich war super weit ahead, der ist einfach nur Mitte, der farmt, der pusht, ne? Der nimmt halt Camps. Es ist schon, also der ist schon sehr. Du musst effizient sein und du musst deine Limits halt sehr gut kennen auf Rinder. Aber ja, also diese, der muss auf jeden Fall noch ein kleines bisschen genervt werden. Ein kleines bisschen genervt werden, der Champ. Trainer Zillian Lucha ist, glaube ich, nicht so einfach, wie viele Leute denken. Natürlich gibt es schwere Champs, ne? Aber es. Okay. Jetzt gehen wir einmal zurück. Gehe ich jetzt? Ich glaube, jetzt gehen wir einfach Cyrildus, oder? Wird das ein bisschen slower. Der drin ist wirklich sehr, sehr huge hier. NA-Server scheint sehr viel weniger toxisch als EOS. Finde ich gar nicht, nee. Also, ich finde ich gar nicht tatsächlich. Also, NA wirkt sehr, sehr unangenehm zu spielen. Wir haben so viele Mental Booms schon gesehen hier. So viele Leute, die AFK gehen oder flamen. Also würde ich nicht zustimmen, ne. Finde ich sehr, sehr cool, wenn sie den rumkriegen könnten. Nice, das ist sehr, sehr big, weil jetzt können wir damit den Drake fighten. Hoffentlich. Warum läuft sie solo da rein, was? Nice. Sehr, sehr clean. Sehr, sehr clean. Okay, wenn er, dann kann ich Mitte pushen. Ja. Wer sieht mich hier nicht? Ich hab ja nicht gecheckt, dass. Also, man kann immer noch das W benutzen, auch wenn das außerhalb des Rings ist, leider. Ich glaube, den kannte er noch nicht, den Move. Ich glaube, jetzt arbeiten wir uns noch wieder zurück nach der schlechten Midgame. Let's go, Leute, genau so. Wir müssen mit Nash ein bisschen aufpassen hier. Tatsächlich vorsichtig da. Machen die denn nicht einfach? Und da Vision, bitte. Nee, die machen ihn noch nicht. Können die machen? Der arme Nautilus. Smite, Sir. Immer schön loben, die Boys. Sehr gut. Hm.
Eigentlich ein interessanter Versuch von den Gegnern, aber finde ich. Leider gespottet noch. Na, können wir hier so ein paar Flocken mitnehmen, ne? Dann gehen wir resetten. Ich würde sagen, wir gehen als nächstes jetzt trotzdem Edge of Night, oder? Einfach nur, damit wir ein bisschen mehr Sicherheit haben. Ich glaube, wenn du dich nicht bewegst, hätte ich noch lange gesehen. Ja, das würde mich interessieren, ob ich in seiner Perspektive im äußeren Ring drin stand. Verstehst du, was ich meine? Da würde mich richtig interessieren, ob ich bei dem überhaupt zu sehen war. Vielleicht, wenn ich mich gar nicht bewege, vielleicht, oh, ich bin über dem Wort, vielleicht hätte er mich dann nicht gefunden. Die Grump würde nehmen, ne? Hier unten rein. Pushen drin ist auch da. Kennt ihr noch aus? Blue Buff ist sehr, sehr wichtig auf Set, ja. Also Blue Buff ist unglaublich wichtig. Ja, dem hat kein Flash und kein Ghost mehr. Also so gut gespielt, aber reicht halt nicht. Ja, ja, das ist ein bisschen... schön, sie hat den Rip-Off. Aber ist okay, ne? Ich meine, ich hätte auch besser spielen können. Ich hätte ein bisschen mehr respektieren können. Ja, den Flash-Auto-Attack muss ich da predicten. Der Flash-Auto-Attack, der darf uns nicht erwischen. Nicht reinswappen, sondern wahrscheinlich den V einfach halten und dann geht's. Aber wenn der Loyal Champ die Challenger zerstört, seems fun. Ja, ich finde, das ist ein bisschen böse zu sagen, dass Zed jetzt, also dass Trinder jetzt so ein reiner Noob-Champion ist. Weil ich finde, das stimmt ehrlicherweise nicht. Ich finde nicht, dass Trinder mehr halt wirklich komplett nahen, also nahen sicher ist. Oh. Der kriegt auch nicht so viel Schaden dafür, dass er null Armor hat, ne? Ja, damn. Was? Hä? Okay, der hat eine Clove Armor für 15, I guess. Okay. Nochmal dazu. Findest du, dass man als AD Carry carryen kann aktuell? Oh ja. Ich meine, natürlich wurde AD Carry jetzt schon wieder ein ganzes Stück genervt, weil die Rolle war halt völlig broken. Also, da müssen wir nicht drüber reden, Leute. Die Rolle war so broken. Wenn alle. Wait, können die enden? Die können enden. Fuck. Ich glaube, das Game. Oder? 20 ist knapp. Das ist actually sehr knapp, ob das Game ist, ja. Der pusht halt sehr, sehr schnell. Aber die machen mit einer Person Drake, so wie es aussieht. Ja, ich glaube, es ist trotzdem Game, ne? So. Ja, das Game. GG, well played. Geht's mit ab jetzt, ne? Und was ich nicht ganz verstanden habe, ist, warum hat mich der Jhin-Schuss noch getroffen? Obwohl ich im Death Realm war. Weiß das einer? Warum hat mich der Jhin-Schuss getroffen? Sollte der nicht verschwinden, wenn er mich mitnimmt? Jhin Trap, nee, das war der vierte Schuss, der mich gewonnen hat da.
Ich bin mir sehr unsicher. Replay wegen Mod, du siehst es nicht. Du siehst seine Perspektive nicht, Adria. Die siehst du nicht. Krass, dass wir das verloren haben. Ich hätte besser spielen können im Midgame vor allem. Dann ist der Trainer nicht so gefährlich. Soll er verschwinden? Ich glaube schon, oder? Bei der Morde-Ult. Ich glaube schon. Ich glaube, er sollte verschwinden. Trinamere sagte, das ist so, der Champion, der profitiert halt auch von den Buffs, die AD-Carries kriegen und halt sehr von den Items aktuell. Das heißt, wenn ihr euch Trinder aktuell anschaut, ne, dann seht ihr halt, okay, der ist völlig broken auf Top-Lane und der ist völlig broken auf Mid-Lane. Und das ist, selbst in High-Elo ist er völlig broken, ne? Der ist der beste Mid-Laner, Platz 1 und halt hier, ne, Platz 10. Wenn du auf Master schaust, in High Elo, wie ihr sehen könnt, werden die Trinamere noch brokener in High Elo. Also das ist tatsächlich aktuell ein sehr, 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 sehr overtunter Champion. Und du hast auch sehr wenig Counterplay mit fast allen Midlanern gegen ihn, weil er halt so unendlich viel Sustain hat und jeden Midlaner outsustainen kann. So. Hat TF mit dem Washed-Up-Jab und Aimbite vielleicht doch ein wenig recht? Ja, habe ich ja auch gesagt. Ich bin schon ein bisschen washed aktuell, ja. Also ich glaube, ich hab ein solides Level, aber ich bin nicht auf meinem Peak. Auf jeden Fall nicht. Das sage ich ja auch nicht. Ich glaube trotzdem, dass ich mich jetzt nicht schämen muss, aber ich bin auf jeden Fall nicht mehr so gut wie vor ein paar Jahren. Gerade gewonnen oder verloren? Leider verloren. Wir wurden sehr ungünstig geaced. Wir waren in einer super Position, wurden sehr ungünstig geaced und haben dann verloren das Game. Leider. Oder willst du gleich mal Trinder selbst auf spielen? Nö, der ist super langweilig, der Champ. Ich weiß wirklich nicht, wie man den freiwillig spielen kann. So. Entering or leaving the death realm will cause all targeted projectiles to be destroyed. Genau, das ist, was ich meine. Also, eigentlich hätte mich der vierte Schuss nicht treffen sollen. Ziemlich, ziemlich sicher. Bist du noch auf Changer-Level? Ich habe gerade Changer gemacht in Lateinamerika Nord. Ich weiß nicht, ob ich gerade Changer-Level bin, nee. Also, ich habe am Start der Season habe ich Changer gemacht in 13 Tagen oder so. Da ging's, ne? Aber seitdem habe ich nicht mehr wirklich, also ich muss ehrlicherweise aber halt gestehen, dass einfach so Solo-Queue-Tryharden aktuell macht einfach keinen Spaß mehr, finde ich. Weil, also gerade auf EU West ist einfach nur Toxicity, nur Int-Feed, nur Getrolle und nach so einem langen Tag, wo nichts ging, wirst du dich gefühlt erhängen, ne? Weil das ist einfach, du hast einfach so viele Games, wo du zero Impact auf das Resultat hast. Und das fühlt sich einfach nicht mehr gut an zu spielen. Mhm. Also wie in Korea, ja, ich finde, es nähert sich langsam immer mehr dem koreanischen Mindset an. Würdest du irgendwann nochmal auf den Top-Rängen in EOS schützen wollen? So wie das Game gerade ist nicht. Du Leute, schaut euch mal Agorin an. Agorin ist ein signifikant besserer Spieler als ich. Ich habe den im Leben nicht so unausgeglichen und sauer gesehen wie jetzt beim Tryharden Changer. Like, ich weiß nicht, wie man sich das freiwillig antun kann gerade. Ich sag dir, wie es ist. Ich weiß nicht, wie man sich das freiwillig antun kann aktuell. Ja. Er ist vor allem absolut mental im Moment. Ich kann mir den nicht geben, der ist 24 Jahre Viewer beleidigt. Ja, aber das ist halt, weil er sich extrem pusht und halt Triad Solo Queue spielt. Und teilweise, du kannst machen, was du willst. Wenn du geintet wirst, du kannst nicht. Das ist so frustrierend, Leute. Das ist Solo Queue, kann einen aktuell so fertig machen. Ich hab teilweise bei diesem, also wenn ich Full Tryhard spiele auf EU West aktuell, haben wir ja auch immer wieder mal gemacht, die Season. Du hast Tage, da bist du am Abend, bist du einfach so, du fühlst dich als, wie soll ich das beschreiben? Du bist so komplett ausgepumpt, das fühlt sich an, wie als wärst du depressiv und du liegst einfach nur rum und alles ist scheiße und sämtliche Lebensfreude ist aus dir rausgezogen.
Das ist, also Solo Queue aktuell kann dir, wenn du halt so viele Games hintereinander hast, die einfach, wo einfach du nicht mitspielen kannst und einfach nur verlierst, das fühlt sich einfach so schlimm an bisher. Das fühlt sich so schlimm an. Deswegen habe ich auf mich, also ich höre gerade auf mich und ich habe halt gemerkt, wenn ich Projekte mache, wenn ich mich anderen Rollen stelle, wenn ich mich anderen Servern stelle, dann habe ich richtig viel Spaß am Spiel und kann immer noch sehr ausdauernd nerden bisher. Aber einfach so auf EU West 10 Stunden am Stück tryharden, das nimmt mir sämtliche Lust am Spiel, persönlich. Das nimmt mir sämtliche Lust am Spiel. Can I mit? No, sorry. Eigentlich aber voll schade, weil eigentlich für viele immer jemand mit einem sehr guten Mantel, der nicht toxisch war, ist. Ja, ich meine, das ist halt, wenn du halt einen Competitive Drive und ein Competitive Mindset hast, dann wirst du halt auch, du bist halt emotional involviert. Das ist nicht einfach Solo-Queue spielen. Das ist nicht einfach Hobby, sondern du willst gewinnen. Du willst was erreichen. Du willst dich pushen, weißt du? Stille Genosse, vielen lieben Dank für den Support, ja? Wo ist der Kani heute? Der ist schon Master, der wartet da auf mich. Und ich versuche gerade auch Master zu kommen. Das letzte Game zu verlieren war jetzt nicht so geil für unsere Chancen. Danke an Blinkslink und Ter ist mit dabei. Willkommen. Es brannt Mitte noch S hier nicht mehr. Nee, aber der macht einfach sehr viel Spaß, der Champ. Der macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Ist Ultimate Hunter nicht besser als Treasure Hunter? Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Please AD, Top. Don't go full AD, AP. Das ist so terrible. Wir haben Kog'Maw Lulu, das ist AP-Schaden. Wir haben Brand, das ist AP-Schaden. Die müssen ein bisschen AD picken, wäre wirklich wichtig. Wie ist denn Kani vor dir Master geworden? Er hat einfach einen Account mit einer sehr viel höheren MMR, hat er. Denk an die 10.000 Schritte. Du, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Ich glaube nicht, dass ich jetzt viele Schritte mache, also dass ich aktuell jetzt die Schritte machen muss. Lieber EU West oder NA Tryhard? Warte mal. Das Midlane-Matchup ist sehr, sehr gut für ihn, nämlich. Aber er müsste halt antworten. Wenn er nicht antwortet, dann können wir nicht wechseln. Das ist, glaube ich, dann besser für unsere Lanes, weil er countert die Ahri und ich counter den Malphite. Und vorhin wollte er ja Mitte, aber jetzt ist er, glaube ich, einfach AFK gegangen. Glaubst du, dass es bald mit League zu Ende geht? Na, glaube ich nicht, ne. Ich glaube nicht. Ich meine, alleine merkt mal, wie viele Streamer jetzt gerade mit LOL anfangen, zum Beispiel. Ist doch crazy. Forsten hat angefangen, ohne Pixel hat angefangen. Ne? In der deutschen Szene fangen super viele Leute an. Weil League ist einfach der beste Competitive-Titel mit der größten Community bisher. Und das wird auch nicht anders, also das wird auch sich nicht ändern am Ende des Tages. CS2 hat halt richtig Scheiße gebaut mit CS2 halt, ne? Wobei man sagen muss, der letzte Major war ein Banger, also gestern war das, glaube ich, ne? Das war ein Banger, ey, holy shit. Richtig Spaß gemacht. Also Competitive CS2 ist schon ein Peak, muss ich sagen. Das ist schon sehr krass. Nutown, vielen lieben Dank für den Support. Henno ist auch back. Henno ist auch back. Ja, Henno zockt auch wieder. Also wir haben so viele Leute, die wieder Bock an League haben. Und wisst ihr, das ist ja auch, was ich immer predige. League macht ja auch unendlich viel Spaß. Aber ich finde halt, und ich weiß nicht, ob ihr das fühlt,
also zumindest bei mir hat sich das geändert. Bei mir ist es nicht mehr einfach, dass ich jeden Tag 10 Stunden full tryhard in der Solo-Queue sitzen kann, wenn ich mir nicht irgendeine neue Aufgabe stelle. Ich kann das nicht mehr Monate am Stück machen, wie damals. Weil das mich zu sehr deprimiert manchmal. Also ich merke das wirklich, wie mir das halt den Tag ruiniert. Ich finde Arena-Modus, Arena ist geil, ja. Arena ist richtig geil. Was wäre dein Job, wenn es Twitch nie gegeben hätte? Wahrscheinlich Bauleiter und dann später ins Immobilienunternehmen meiner Eltern als Immobilienverwalter. Wie lange bist du noch in Mexiko? Bis nächste Woche Montag. Würdest du sagen, du bist süchtig? Ich bin, ich arbeite halt gerne, ne? Ich bin ein Workaholic. Nein, also ich bin natürlich, ich habe eine sehr süchtige Persönlichkeit. Das heißt, wenn ich Sachen finde, die mich erfüllen, dann bin ich immer sehr am Übercommitten. Tatsächlich. Deswegen kann ich sehr, sehr glücklich sein, dass es Videospiele sind und nichts anderes, wisst ihr? Danke an Bellatrixi für den Support. Wie sieht denn dein ETF-Split aus? 70-30? Okay, jetzt sind wir Top-Lane. Jetzt sind wir Top-Lane. Ich glaube, ich bleibe bei Trinder mehr, Ben. Was ist der Unterschied zwischen Lateinamerika Nord und Lateinamerika Süd-Server? Dass der eine im Norden von Lateinamerika ist und der andere im Süden von Lateinamerika. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile, merke ich immer mehr, dass ich Bauslehre fühle. Wenn du League of Legends nicht ganz so ernst nimmst und dir selber deinen Spaß holst, über Projekte und Co. oder zum Beispiel eher mit einem untypischen Playstyle, dann macht dieses Spiel so viel Spaß. Und das ist was ich für mich gelernt habe. Und seitdem ich das so handhabe, habe ich viel mehr Spaß wieder. Wie spät ist es in Mexiko? 16 Uhr haben wir gerade. Wir sind 8 Stunden hinter euch. Also ihr seid praktisch in der Zukunft, seid ihr. Also, ich glaube auch immer noch, dass Boss Changer hitten kann, wenn er will. Ja, macht er ja auch regelmäßig, oder nicht? Also der macht ja regelmäßig so einen Offstream-Account, wo er dann Bussi mal wieder bitzelt und der full tryhardet und dann ist er Challenger. Das macht er doch immer mal wieder. Ja. Also ich glaube, das macht er immer mal wieder. Aber es ist halt, also dann geht er wieder onstream und spielt seine Quinn an und rennt Agorin runter und Agorin ist Gigatilt. Das ist der klassische Bausengel, Leute. Oh, die Zukunft. Soll ich dir die heutigen Lottozahlen sagen? Okay, warte. Hast du da was für mich, oder wie? Geil. Denkst du, ein Playstyle, wo der Support nur versucht, dem gegnerischen Jungler das Game zu versauen, kann funktionieren? Nein. Glaube ich nicht. Also das Problem ist halt, wenn der ein Camp kriegt, dann ist er Level 2 und du kriegst keine Erfahrung, weil du im Jungle von den Gegnern keine EP kriegst, weißt du? Das heißt, ich würde sagen, nein. Baus hat meistens trotzdem mehr Impact als die Hälfte seines Teams. Nee, aber Baus on-stream ist ein Master-Hardstack in der Regel. Und wenn er sein Try-Hard-Off-Stream-Projekt macht, ist er Challenger in 2 Wochen, weißt du? Das ist halt... Ich finde, diese Art und Weise, wie er spielt und Spaß hat am Spiel und sich selber den Spaß generiert, ist was ich sehr erstrebenswert finde. Persönlich. Ja? Ich finde, das ist schon sehr, sehr cool. Danke an Shingami. Wäre es nicht eine gute Idee, die Werbeeinnahmen zu spenden? Na, weißt du, wenn ich jetzt anfange, Werbung zu schalten, 3 Minuten pro Stunde, dann mache ich meinen eigenen Stream kaputt, weil Werbung natürlich schädlich ist für deinen Stream. Ne? Gerade ich bin jemand, ich war immer werbefrei, die Leute sind es hier gewöhnt, du fängst an mit Werbung, du wirst einige Zuschauer direkt verlieren.
Und dann nach und nach wirst du natürlich auch dein Wachstum hemmen. Das heißt, ich kann, wenn ich dann auch noch sage, okay, ich nehme das ganze Geld, das ich mit der Werbung einnehme, mit der ich meinen Kanal kaputt mache, und dann spende ich das ganze Geld, dann hast du halt, also du machst dich ja, also das, weißt du, verstehst du, ne? Du machst dich halt selber kaputt und kriegst nichts dafür. Das ist halt, also das ist halt, also sagen wir mal, jetzt nicht die beste wirtschaftliche Entscheidung, weißt? Natürlich könntest du es trotzdem machen, weil du viel Geld für den guten Zweck erwirtschaftest, aber dafür gibst du halt auch, was du hast. Ne? Ah. Abimax, vielen lieben Dank dir für den Support. Und Reinzi Meinzi, vielen lieben Dank auch da. Schön, dass du da bist. Aber würden bei Werbung nicht vielleicht auch mehr Leute subben? Ja, das ist tatsächlich wahr. Wenn du Werbung schaltest, kriegst du mehr Subs. Und tatsächlich, also vielleicht bin ich auch dumm, weil ich habe ja, alle anderen schalten ja mittlerweile Werbung und die haben mir gesagt, das wirkt sich gar nicht so wirklich aus auf ihre Zuschauerzahlen. Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu, ich denke mir, das ist zu, den Leuten zu wichtig, keine Werbung zu haben. Vielleicht bin ich auch einfach dumm bisher. Oft bin ich einfach dumm. Und vielleicht bin ich hier auch einfach dumm. Aber ich habe halt immer so das Gefühl, eine Hand wäscht die andere. Ihr schaut zu und dafür habt ihr keine Werbung. Hey, danke an Leon für den Support. Willkommen. Kevin macht es auch nicht. Ich glaube, Kevin schaltet auch keine Werbung. Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel in der deutschen League-Szene schaltet mittlerweile fast jeder Werbung, weil Werbung ist halt einfach sehr, 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 sehr broke. Das ist cool. Nice. Wer zur Hölle will denn bitte freiwillig Werbung schauen? Ja, du unterstützt halt deinen Creator damit enorm, wenn du Werbung für ihn schaust. Und ich meine, die meisten Creator sind ja nicht so groß, dass es halt einfach, also dass sie halt in Geld schwimmen, praktisch, wie den Dagobert machen können. Oh mein Gott, ich habe ihm den Heal geschenkt, das war bad. Aber ja, also, wie gesagt, ich habe auch mal mit meinen Kollegen geredet, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich einfach ein bisschen doof bin, ne? Aber aufgeschissen. Ich fühle mich damit wohler. Mir geht's verdammt gut. Man muss nicht jeden Cent optimieren. Man muss nicht jedes Geld mitnehmen. Das ist eine Philosophie, mit der ich bis jetzt einfach sehr, sehr gut gefahren bin in meinem Leben. Oh, warum geht der plötzlich random weg? Ich dachte schon, der geht zu unserem Jungler. Oh, das ist schlecht. Sofort crashen, ich bin wahrscheinlich ganz zum Tod, ne? Oh, ich hab den Auto gecancelt. Ah. Ach, der letzte Tick zählt immer doppelt oder so, ne? Ah, ich hab sein Auto sogar noch gecancelt geredet. Das war so bad von mir, dass ich mich da hocken lasse, Mili. Ah. So wird's nichts mit Master heute noch. Jetzt mache ich so viele Fehler die letzten Games. Nein, bist du nicht? Naja, also, weißt du, wenn ich jetzt meine ganze Karriere Werbung geschaltet hätte ich halt jetzt schon komplett ausgesorgt, ne? Ich wäre halt finanziell schon komplett ausgesorgt. Und das ist natürlich, das ist schon was dem hier. Ich habe jetzt mehrfach halt Deals in meiner Karriere abgelehnt, wo ich sofort finanziell ausgesorgt hätte. Ein Deal von einer anderen Streaming-Plattform, dann ein Deal von FTX, ein Deal von der Casino-Seite. Na gut, FTX und die Casino-Seite, das ist nicht verantwortbar, weil du halt andere Leute ihr Leben zerstört hättest. Aber so, aber zum Beispiel die andere Streaming-Seite oder du könntest nach Madeira ziehen und dein Einkommen einfach verdoppeln und so. Oder du schaltest alle 3 Minuten Werbung oder so. Das sind halt alles, irgendwann kann es vielleicht mal sein, dass du dann halt einfach an einem Punkt bist, wo dann plötzlich die Leute schauen nicht mehr zu und dann denkst du dir, ey, scheiße, hab ich jetzt Mist gebaut, ne? Weil dadurch, dass ich all diese Sachen nicht mitgenommen habe, habe ich halt jetzt noch einiges zu tun in meinem Leben. Aber ja. Ich meine, das ist noch lange, lange weg, hoffentlich. Dann hättest du nur die Hälfte deiner Reichweite. Wie gesagt, das ist, ich dachte auch immer, dass Werbung so eine große Auswirkung auf Kanäle hat, aber das ist, glaube ich, einfach falsch. Also man überschätzt, wie viel Impact das hat. Er sollte nicht reingehen, ne? Scheiße, zwei dicke Fehler, aber wir können trotzdem noch fein sein, wenn wir zu Eclipse kommen.
Week. Mm-mm. Also bei Kanälen, die Werbung schalten, bin ich weg. Wie gesagt, das kannst du gut und gerne sagen, aber die Indizien sind halt einfach andere. Never look back. So. Auch weg bei Werbung. Ich habe ja nicht mal vor, Werbung zu schalten, ne? Aber es ist halt einfach, es zeigt sich auf anderen Kanälen, dass diese dass das einfach nicht stimmt. So. Also das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, ne? Ich habe, wie gesagt, auch nicht vor, Werbung zu schalten, weil ich bin immer gut gefahren damit. Das heißt, solange mich Twitch nicht dazu zwingt, werde ich keine Werbung schalten. Aber es ist halt trotzdem was, also muss man einfach sagen, ich kann jeden Creator halt verstehen, der Werbung schaltet. Weil es halt einfach ein absoluter Money-Glitch zu sein scheint. Jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen mehr aufs Game hier. Hm. Wir sind immer noch in CS-Fallen. Wir haben einen Drake. Der Darius mit den Ivern-Buffs ist natürlich trotzdem scary hinten raus, ne? Der will jetzt wahrscheinlich auch Kabis holen hier. Shit. Oder machen die Gubats vielleicht? Ich könnte schauen, ob ich in Mitte einmal ganken könnte hier vielleicht. Ne, die scheinen nach unten wegzugehen. Da müssen die aufpassen wegen Ori nach unten. Hier nach oben. Ich habe allgemein den Eindruck, dass Geld hier nicht so wichtig ist. Na gut, ich brauche das Geld für nichts, weißt du? Am Ende des Tages, ich meine, das ist natürlich Luxus, ne? Ich kann halt einen Großteil meines Gelds einfach zurücklegen, weil ich halt keine teuren Ausgaben habe in meinem Leben. Ich habe halt nie mich sonderlich interessiert für teure Sachen. Außer gutes Essen. Da muss ich sagen, das ist so eine Sache, da weiß ich sehr zu schätzen, dass es mir mittlerweile so gut geht. Wenn man sich mal so ein schönes Restaurant leisten kann und nicht unbedingt auf den Preis gucken kann. Das ist was Cooles. Das ist was sehr Cooles, Leute. So. Sag mir, ihr gewinnt den Fight da unten. Are you winning? Egal, Ul war clean. Yeah. Das ist ein Desaster. Wie viel war das? 1 für 3. Ne, 1 für 2. Actually nicht so schlimm. Der wird eine Platte nehmen und da wird er wahrscheinlich versuchen, mich zu zonen einfach, oder? Was ist das, wenn ich über die Wand gezogen werden hier? Das ist ein schweres Game, aber es ist schon sehr beautiful. Wir haben schon Schlimmeres gewonnen. Muss ich es halt dann gleich einmal basen? Und nach dem Base bin ich dann, glaube ich, sehr, 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 sehr strong. Das ist ärgerlich. Ja, das ist wirklich ärgerlich, dass das funktioniert für ihn. Never look back. Yeah, boy. Damit hat er nicht gerechnet. Und wir sind back, baby. Let's go. Aus der 0-2-Situation der Solo-Kill. Und jetzt die Platte. Wer hat kein TP? Der Darius hat kein TP. Oh, boy, oh, boy, oh, boy. Ich hab ich noch eine Platte überhaupt? Ist das greedy? Das ist greedy, ne?
Habe ich Eclipse ready? Aber ich brauche doch... Okay, das ist jetzt sehr greedy. Mach das bitte nicht zu Hause nach. Das ist wahrscheinlich kompletter Hardhint, ja. Und ich werde jetzt die Platte verlieren dafür, aber wir haben unsere Eclipse. Okay. Er kann jetzt halt rumlaufen und wir wollen das nicht riskieren. Der hat doch auch noch... Ja, er lässt die Platte sterben, verdammt, ja. Okay, Eclipse ready. Aber ich glaube, mit Eclipse können wir jetzt aber fighten gegen ihn. Mit drei Gubats und ein Fake haben wir. Das ist very nice. Er hat noch Flash, glaube ich, aber, gell? Ich glaube, er hat nicht geflasht. Ich weiß nicht, wo der gerade oben ist. Kannst du mich einfach töten? Da. Spacing. Nice. Now you're getting spaced, my friend. Ich mach heute so lange, bis ich Master bin. Also der Stream kann noch ein bisschen länger dauern, aber geht ruhig schlafen, Leute. Ich bin ja morgen auch wieder da. Drake dafür bekommen? Hyuga. Okay. Nice. Drei Boys-Latz. Da hätte er das Schild wahrscheinlich nicht auf die Daisy machen sollen. Ich kann verstehen, dass man seine Frau schützen möchte, ne? Aber ich glaube, der Darius hat das Schild gebraucht. Ja. Also wenn ich morgen aufhöre, strip Nova immer noch. Ich hoffe, dass ich schon ein bisschen davor fertig bin. Oh. Scheiße, Mann. Daran habe ich nicht gedacht. Der Support Zerat mit der Ult. Aber das killt er, oder? Ah ne, der hat keinen. Wenn er Ulti hat, sind da glaube ich beide sogar tot. Der hat leider keinen Ult. Ich muss sagen, Ivan ist auch so ein Champion. Immer wenn ich den sehe, sieht der so lästig aus. So ein lästiger Champion, Ivan. So viel Slows. Ein spannendes Game, das hier. Mal gucken, ob wir das irgendwie gebuckt bekommen. Ein Hammer vom Wechsel für den verstärkten ersten Hit beim Pushen hilft. Was jetzt beim Turret? Ja, klar, du wechselst halt immer, aber das W ist sehr, sehr wichtig, du. Also, du wirst das W schon die ganze Zeit einsetzen. Weil du die drei beschleunigten Attacks mit mehr Damage hast. Ja? Immer noch top, huh? We are, boys. Oh, ready to hops da, let's go. Also praktisch, wenn du den Pivot pushen möchtest, was du in der Regel machst, ist, du machst dein W und dann machst du die drei Auto-Attacks. Und dann zählst du in deinem Kopf den Cooldown vom W und dann, ne, wenn das W wieder da ist, dann wechselst du praktisch die Form wieder. Verstehst du? Also so möchtest du in der Regel spielen.
Und damit pushst du am schnellsten. Okay, Mana Mühen auch ready. Wir haben auch schon zwei Drakes. Ich glaube, das hat ja dort mal nicht geölt zu gehen. Back to base hier. Die könnten alle runterkommen, ne? Müssen sie aufpassen. Ja, steht, wir pushen wahrscheinlich auf Tier 2, oder? Weil ich glaube, niemand von denen ist oben gerade. Hab's worth. Back to base, nochmal einen dicken Spike abgeholt hier. Das mit dem Kopf, Witze, ist echt ein cooler Tipp, hätte ich nicht dran gedacht. Ja, wenn. Aber MD, also natürlich, du musst, desto optimaler du das machst, ist halt ein kleiner Mehrwert, ne? Aber du musst da jetzt auch nicht ganz genau sein, ne? Du musst da nicht ganz genau sein, da geht's halt um. Aber, na gut, jedes Play, jedes bisschen besser hilft, ne? Aber. Verkünstel dich nicht, meine ich damit. Und du solltest auch nicht immer zwanghaft in die Melee-Form gehen. Manchmal ist es gut, in der Ranged-Form zu sein, damit du dann die Möglichkeit hast, einen All-In in der Melee-Form zu spielen und deine Cooldowns noch abhältst, weißt du? Das also möchte ich gar nicht sagen. Da musst du auch mal ein bisschen dran denken. Wenn ich sein E gebaitet kriege, kann ich danach auf ihn engagen, aber sonst nicht, ne? Weil wenn er sein E hat, killt er mich einfach. Never a wrong step. Nein, nein. Also wir wollt jetzt auch, wenn ihr gegen den gefeedeten Draven spielt, wollt ihr euch jetzt da auch nicht groß fighten gegen den, wenn ihr kein Flash habt, weil ihr das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist dem halt den Kill geben, offensichtlich. Ist der irgendwie Bounty? Ja, schade. Nur schön die Wave auspushen, weiter stacken für unseren Manamin. Morgen Bachelor-Abgabe. Don, wünsch mir bitte viel Glück. Du, ich kann dir ja sagen, wenn du morgen deine Bachelorarbeit abgibst, dann bist du durch. Also weil. Ne, jetzt ist es raus. Jetzt könnten wir hier sein Flash forcen vielleicht. Genau. Perfekt. Also wenn du so weit bist, dass du deine Bachelorarbeit abgeben darfst, wenn du das geschafft hast, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass noch was kommt. Vielleicht ist das dann so wenig cool, doch? Oh. Was gelernt. Muss ich sagen, wieder was gelernt. Ich dachte. Wow. Ich hätte nicht gewusst, dass das so wenig Cooldown hat, das eh von Draven. Kommt hier wer runter? Kein Mana mehr. An Ivan. Ja, in dem Busch sind wir. Der Xerath könnte auch noch hier sein, theoretisch. Wir müssen nichts riskieren, ne? Ist alles gut.
Uiuiui, Chat. Uiuiuiui. I like to see it. Hast du auch studiert, Novi? Ich habe Bauingenieurswesen studiert, aber... Wisst ihr, das ist bei mir jetzt so lang her und ich muss ehrlich sagen, ich habe mein Studium gehasst. Ich wollte immer irgendwas mit Gaming machen, wisst ihr? Ich habe das einfach nur gemacht, weil praktisch das hätte gut gepasst zum Familienunternehmen. Und ich wusste halt immer nie, was ich machen wollte. Ich wollte immer was mit Gaming machen. Und dann habe ich halt einfach irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt was machen, anstatt die ganze Zeit nur rumzuliegen. Ne? Dann studiere ich halt das, was passen würde zum Familienunternehmen. Ich könnte auch tatsächlich gar nichts mehr. Ich habe nur Bulimie gelernt in meinem Studium. Ich könnte niemals in der Berufswelt arbeiten. Ich müsste auf jeden Fall halt nochmal an die Uni. Leute, hat hier jemand Ahnung von russischer Volkswirtschaft? Was ist das für eine random Frage, Bro? Was will ich lesen? Ja, hallo. Hat jemand hier Ahnung von der russischen Volkswirtschaft? Na klar, ne? Danke an Jackstar für den Support. Willkommen. Hast du schon den Reddit-Post von Dan Moran gesehen? Lol, Reddit. Jetzt schauen wir mal rein. Oh. German Streamer Noel for Sir Causer TF Blade for playing on intentionally downranked account. Das ist ja richtig gut geschrieben hier. Wait. Das hätte ich niemals gedacht. Das hat ein großer Reddit-Tweet passiert. Kann man das irgendwie dunkel stellen, Reddit? Ich benutze leider nie Reddit, Leute. Kann ich das irgendwie dunkel machen? Black Mode oder so? Oben rechts? Ja? Muss ich anmelden für? Okay. Oh man, das sieht eigentlich alles sehr positiv aus. Ich meine, der hier oben ist ein bisschen sauer, der Meister Onkel. Aber ich finde schon, dass es einen Unterschied macht, ob du einen intentionally downranked Account verwendest oder ob du einen Account, einfach halt einen neuen Rolling von einem Account verwendest. Ich meine, zugegebenermaßen, das habe ich ja beim T06 Account auch schon oder Projekt auch mehrfach gesagt, ich hätte es so gerne gehabt, dass Riot mir High-MMR Accounts gibt. Aber das machen sie leider nicht. Ich meine, ich bin sehr dankbar, dass sie mir überhaupt Accounts geben, ne? Aber das wäre halt sehr, sehr viel cooler gewesen. Weil diese Anfangsphase ist ja auch nicht so interessant eigentlich. Macht einen Unterschied, aber macht das andere nicht besser. Ich finde, das ist zum Beispiel schon ein großer Whataboutism. Du musst, also um einen Iron D-Ranked Account zu haben, hat eine Person 100 Ranked Games in Folge geintet auf dem Account, auf einem anderen Server und dann den D-Rankten Account Server transferiert, damit er nicht gefunden und gepermabannt werden kann von Riot. In meinen Augen wesentlich schlimmer als jemand, der einfach einen neuen Account auf Level 30 levelt, dann vielleicht drei Games, bis er gegen Platin plus Emerald Spieler spielt. Ne? Das ist für mich ein Unterschied, persönlich. Also, danke an Monarchy Failed für den Support. Willkommen. Weißt du, dass du den falschen TF Blade markiert hast auf Twitter? Nee, das ist der richtige DK. Der benutzt kein Twitter. Das ist der richtige Account. Also der benutzt einfach kein X. Mm-mm. Also wurde mir zumindest so bestätigt. Das ist auch der verlinkte Account unter seinem Profil. Mm-mm. Nicht, der es schafft, ohne Inten Iron 4 zu sein. Ja, aber du hast wahrscheinlich auch nicht dein ganzes Leben in dieses Spiel investiert und spielst jeden Tag 10 Games, weißt du? Das ist natürlich, wenn du nicht so viel spielst, dann ist es ja klar, dass du nicht so erfolgreich bist. Ne? Das ist ja aber auch okay, oder nicht? Das erwartest du ja auch nicht. Also.
Ich hätte Lust auf eine Runde Xerath hier. Oder eine Runde Zix. Kha'Zix ist auch ultra beliebt aktuell, muss ich ehrlich sagen. Ist so ein nerviger Champ. Wir haben sehr viel Scaling hier in dem Draft. Wir haben sehr, sehr viel Scaling hier in dem Draft. Danke an Fun Solution für den Support. Schön, dass du mit dabei bist. Aber Z ist halt auch Intentional Feeding, finde ich. Du, ich habe mit A bis Z 400 LP Master gehalten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Infeeding ist. Crispix, vielen lieben Dank für den Support. Ist Smolder nicht Troll momentan? Ich glaube nicht. Ich glaube, Smolder ist ziemlich gut mittlerweile. Seit dem letzten Buff. Also, ist ziemlich. Der ist okay. Wenn du übers Early kommst, ist der sehr broken wieder. War dein Abi gut? Mein Abi war ziemlich gut, ja. Aber wir hatten auch, du darfst, also wisst ihr, ihr dürft immer nicht vergessen, ich hatte halt das erste G8-Abi. Und bei G8, das erste Abi, war es halt sehr, sehr wichtig, dass wenn du das gemacht hast, dass du ein gutes Abi hattest, damit sie sagen können, G8 ist ein Erfolg, wisst ihr. Das heißt, unser Abi war unfassbar einfach im Vergleich zum G9-Abi. Hm. So. Mm-mm. Hast du einfach wie Berliner Abi? Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das noch stimmt, dass das bayerische Abi schwieriger ist. Keine Ahnung, könnte ich jetzt nicht einschätzen. Stehen wir 8-6 oder 9-6 jetzt? 9-6, ne? Wir sind plus 3 sind wir gerade, glaube ich. Mit Midchamp smurfst du und mit Shaco intest du, oder? Ich habe Shaco in einem Game geschafft. Weißt du, das ist tatsächlich, viele Leute überschätzen, wie wichtig mechanisches Können auf einem Champion ist. Wenn du gutes Makro-Spielverständnis hast, weißt, wann du wo zu sein hast, sind die Mechanics nicht so wichtig. So, zack, zack, zack. Naja, im ersten Z bis Z hast du noch mehr als 10 Games auf Shaco gebraucht und ich habe 6 Games auf Corki gebraucht, meinem besten, also meinem damals mit dem besten Champion. Es gibt halt Varianz, weißt du? Das ist einfach so, es gibt Varianz. Du kannst nicht jedes Game gewinnen auf der Elo. Du kannst nicht jedes Game gewinnen, das ist einfach so. So. Kerems, danke für den Raid. Wie sieht's mit der Duo mit Kani aus? Wir haben heute geduot, aber er ist zu hoch in der Elo. Ich versuche gleich gerade ihm nachzukommen, aber es ist echt schwerer als gedacht. Wir bräuchten jetzt noch 2 Wins, glaube ich, für Master. Wir brauchen noch 2 Wins. Das wäre jetzt sehr, sehr wichtig, das noch vorm Schlafen zu schaffen. Und dann werde ich mich in die Falle legen und dann morgen machen wir Grandmaster und dann lege ich mich in die Falle und dann am Donnerstag Challenger und dann lege ich mich in die Falle und dann fahre ich nach Monterey. So. Glaubst du, es ist für dich leichter, ein Silbergame zu gewinnen oder ein Mastergame? Ist das eine ernst gemeinte Frage? Was? Ich meine, natürlich ist es sehr viel einfacher, ein Silbergame zu gewinnen. Ich meine, das sind einfach Leute, die wesentlich weniger Zeit in das Game investiert haben als du selbst. Selbstverständlich wirst du gegen die einen viel klareren Unterschied machen. Und dann schläfst du mal. Oh, ich freue mich heute so aufs Bett, ey. Ich bin aufgestanden, habe mich komplett auf Streamen gefreut. Ganzen Tag durchgestreamt. Hat sich geil angefühlt. Und jetzt gleich werde ich mir so richtig schön. Ich werde mir so ein Eis holen. Hier ist so eine geile Eisdiele. Da wollte ich immer schon eins, aber ich hatte hier die ganze Zeit Dünnschiss. Aber jetzt habe ich kein Dünnschiss mehr. Ich werde mir bei dieser Eisdiele mir so einen richtig schönen Eisbecher. Ne? Oh, ich werde mir den richtig geilen Eisbecher mit Erdbeeren werde ich mir holen. Oh, das wird geil. Aber nur wenn wir Master schaffen. Ansonsten gibt es kein Eis. Und dann, nach dem Eisbecher, werde ich mich sowas von ins Bett legen. Denkst du, Weltherrschaft ist leichter als S-Bahn fahren bei Nacht? Was?
Ich meine, Weltherrschaft ist, ich glaube, Weltherrschaft ist fucking impossible, oder nicht? Ich glaube, letzte Weltherrschaft geht gar nicht. Also so mit Atombomben und so. Weil einfach, wenn du dich mit gewissen Ländern anlegen würdest, dann werfen die halt einfach ein Bömpchen auf dich. Mit Exi... Warum geht der jetzt Full Life Base, der hier, hä? Okay. Geht er nicht ab, komm. First Blood auf den Schmolder. Terrible. Okay, Team. Poppen off. Warum sind die Games alle so schwer? Immer schwer. Nice. Wir haben ja schon 1 Uhr, ist doch nichts mehr offen. In Mexiko ist noch nicht 1 Uhr. Achso, das wusstest du, ne? Du hast nur getrollt. Ja. Mist. Ich glaube, hast du mal gecoacht. League meinst du? Ja, ein bisschen. Ich war vor allem Mathe-Tutor. Damit habe ich früher mein Geld verdient. Irgendwelche Minions Mathe beibringen. Mhm. Kinder, ne? Hey, danke dir, Travis. Es steht 0-4 in 4 Minuten. Okay. Oh, unser Rakan endet jetzt schon, ne? Scheiße, Mann. Aber das ist halt, keine Ahnung, wir werden ein Game geintet, dann kann ich ein Game carryen. Dann werde ich ein Game geintet, dann kann ich ein Game carryen. Das ist echt nicht leicht hier zu climben auf NA, weil die ich so oft inten, die Leute. Muss ich ehrlich sagen, macht's sehr, sehr schwer. Macht's wirklich sehr, sehr schwer. Ist der hier schon AFK? Nö. Hm. Schön. Er ist schon wieder tot, ne? Das wird ein langer Abend, wenn wir noch Master werden wollen. Also, keine Ahnung, die in NA, die haben einfach so ein schlechtes Mindset. Das heißt, du kannst so viele Games einfach nicht gewinnen, weil die sofort anfangen zu quengeln und zu inten, wenn es nicht läuft für sie. Das ist echt heftig. So. Mal schauen, ob wir das spielen. Wir haben so krankes Scaling, wenn die nicht aufgeben. Das große Problem, das wir haben, ist, dass unser Toplaner so hart verliert. Das ist wirklich das Riesenproblem hier. Und unser Botlane natürlich auch. Und unser Jungler natürlich auch. Und es hat wieder Kha'Zix. Kha'Zix ist auch so ein Ban-Wert aktuell, dieser Champion. Ist auch so broken, ne? So unnötig gebufft. Get Shot. Ah, Klassiker.
Aber wenn ich das treffe, ist er vielleicht sogar tot da. Wir können auf jeden Fall einen Darkseal brauchen. Jetzt müssen wir halt immer gucken, ob es irgendwo auf der Sideline eine Möglichkeit gibt. Ich habe Drake dafür abgebrochen sogar. Schade. Ja, weiß, Perma pusht einfach die Wave. Und das kann er leider auch. Dagegen können wir uns nicht wirklich wehren. Oh, bitte renn raus, Bro. Renn um dein Leben. Retten! Mein Meister Yi! Er ist tot. Kommt nicht weg, oder? Ne, keine Chance. Stark gespielt für die Mechaniker. Ja, der K6. Ja, gefeedete K6. Hey, wir haben Smolder am Scalen. Wie viele Stacks hat der? 70 Stacks, actually not too bad, no? Würde ich sagen. Ich glaube, das ist nicht too bad. 2 zu 10. Ich glaube, wir gucken. Das wollen wir scheinbar noch ein gutes Mindset zu haben, ja. Ich meine. Wenn wir nach unten schauen. Der wird da gehittet. Unser Renekton wird später auch noch stark mit seinen Freunden Klickstern. Wir werden da bloß die 6 Gubats bekommen. Da wächst genauso schnell wie hier mit der Ult. Na gut, du darfst nicht vergessen, dass der halt schon Jomus hat, ne? Das ist halt sehr stark. Da will ich hier sein. Wirklich sehr schwer hier irgendwas zu machen, vergessen Wort. Die sind alle Richtung Topside unterwegs. Zu schnell dabei. Hat der Tod schon? Nee. Sind beide noch kein Item. War sehr unnötig, glaube ich, da zu Raka anflashen. Aber hey. Kill is kill. Kill is kill. So, jetzt haben wir unser Ludens. Oben können wir gerade auf jeden Fall nichts machen. Ich könnte hinter die Porten unten. Mal sehen, ob wir gewinnen. Let's just fly something. Geile Shots, Bro. 3 von 3 verfehlt. Das haben wir benutzt da. Muss raus, ne? Hey, wir haben alle Sums gekriegt. Das ist huge. Alle Sums. Und wenn ich natürlich meinen Stun getroffen hätte, hätte er vielleicht einen Burst gehören am Anfang.
Sag mal. I don't quite understand what we are doing here. Ich habe da auch sehr viele Spells verfehlt, muss ich sagen. Okay. Kha'Zix spenden ab jetzt. Gegen Kha'Zix haben wir auch schon so viele Gilfs verloren, muss ich sagen. Das ist echt auch ein schwerer Champion. Aber ich meine, wir können das irgendwie noch gewinnen. Sieht gerade hart aus, aber irgendwie können wir das schon noch gewinnen. Wir haben halt Hard Losing Top, Hard Losing Jungle. Wir sind Mitte jetzt auch behind und Botlane sind wir auch behind, aber wir haben Smolder am Scalen. Hat kann ich irgendwie 52%. Ja, Kha ist sehr broken aktuell. Der wurde sehr überbufft im letzten Patch. Also Kha hatte Probleme und die haben ihm wohl viel zu viele Stats halt gegeben, wie so oft bei Riot. Wo sich dann denken, upsi, ein Champion braucht Hilfe. Naja, dann geben wir ihm einfach alles, ne? Dann geben wir ihm einfach alles und schauen, was passiert. Wird schon passen. Ist Hawaii zur Zeit, der ist okay, würde ich sagen. Langweilig. Nichts Besonderes. Oh, really? So. Schön. Dann. So, die Wave irgendwie wird's klären. Das Bot sieht auch gut aus. Schade, dass der das irgendwie überlegt. Was braucht man hier als nächstes überhaupt? Einfach Horizon, oder? Ich kann ja mich nicht einfach diven, der Kerl. Scheint sich nicht so zu interessieren, hör mal in Damage. Leider. Der wird den Herald nehmen. Ja. Wir kriegen den Bot-Hurt, aber wir zahlen den Schmolder dafür. Der Raka ist auch noch, weil er versucht, da zu helfen, ne? Ist ja schnell. Ja, okay, der hat alles an Movement Speed, was irgendwie geht, ne? Der hat eine Menge Movement Speed, der Boy. Ja, ihr guys hier, ne, weil ihr zwei Figures seid. Hi. Oh, der hat sogar noch geflasht. Krass, diese Rakka-Ult hat mich da ordentlich gehopst, ja. Good job. Very nice, yeah, Mechanics. Er hat auch den 1000 Gold-Kill auf den Kha gekriegt, also das ist huge. Wir loben unser Team weiter und versuchen, die moralisch aufzubauen, weil wir brauchen die hier in dem Game später. Riot will anscheinend nicht, dass Game Balance ist, sondern dass Champions rotieren, was ja auch Sinn macht, ne? Also, dass du immer wieder neue Metas und neue Champions erzeugst. Das macht ehrlicherweise auch Sinn. Ist ja blöd, wenn immer dieselben Champions halt stark sind. Hast schon gegen bekannte Streamer gespielt? Noch nicht. Den einzigen, den wir hatten, war dieses Z-OTP. Der immer mal in den Synapse-Montages ist, wie er Leute one-hitted. Den hatten wir. Der war sehr mittelmäßig. Hat mich jetzt nicht so vom Stuhl gehauen, Gäberschen. Also es war jetzt nicht so klasse. LS Stylish? Nee. Irgendwas mit A heißt der.
Ist, glaube ich, nicht so ein großer Streamer. Was in Mitte? Ja, noch kein Edge. Aber jetzt baut das leider. Sobald der Edge hat, wird's Game sehr viel härter. Leider, leider. Vielleicht für den hier schauen. Das sollte Drake sein. Ja, ein Ticken zu früh gekillt. Sehr, sehr gutes Team zusammen hier. Gefällt mir. Voll dann. Jetzt nicht overextenden? Nicht overextenden und einfach draken. Jutsch. Die haben ja auch noch gekillt, ne? Mann, war super. Guter Teamgeist. Sehr, sehr guter Teamgeist hier. Noch ein toter K6. Chat. Töt kriegen wir auch. Töt können wir nehmen. Bounties ging gleich genau weg. Nein, er hat sogar die Bounty auch noch geholt. Well done, well done. Döner Kebab oder Türkentasche? Was? Ich hab Türkentasche, habe ich noch nie in meinem Leben gehört, den Begriff. Muss ich ehrlich zugeben. Aber Döner ist in meinen Augen das beste Fastfood, das es gibt. In meinen Augen. Döner ist fucking broken, Leute. Das ist so brokenes Essen. Das schmeckt so lecker, das fühlt sich so gut an. Also das ist, es ist schnell gemacht und es schmeckt so gut, Mm-mm. Guter Döner Beste, ja. Guter Döner ist, das ist völlig broken. Wirklich völlig, völlig broken, Mm-mm. Türkentasche ist auch falsch, weil der Döner was Deutsches ist. Ja, der kommt aus Berlin, wenn ich es richtig weiß, ne? Aber der wird trotzdem sehr mit, Türken in Verbindung gebracht, oder nicht? Warum ist das eigentlich so? Vielleicht gab es sowas in der Türkei auch schon? Ich meine, befülltes Brot wird es wahrscheinlich in vielen Regionen geben, oder? Es war ein Türke in Deutschland, der es erfunden hat. Ja, schau, da macht es ja sehr viel Sinn dann. Fährt jetzt der hin? Okay. Guter Herald. Ist kein Wort in dem Busch. Bin hier fast sicher ein Kitchen. So schnell der Kill, das ist unglaublich. Der Necken darf nicht weiter tanken. Den Smite halt. Er hat keine Vision, ne? Er muss irgendwann random reinhüpfen. Huge, ey. Unser Team spielt so gut als Einheit. Gefällt mir richtig gut gerade, der Sportsgeist her von den Boys. Nicht viel geredet und abgeliefert jetzt her. Türkentasche klingt etwas rechts. Wieso? Eine türkische Tasche. Wieso sollte das rechts sein?
ist halt nicht sowas wie eine Berliner oder so. Und dann hast du halt. Warten, bis er ihn hittet, weil dann können wir ihn garantieren, ne? Okay. Mit unseren Snipes. Ich kenne mich da nicht so aus, Leute. Ich habe davor habe ich noch nie diesen Begriff. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben gehört, die Türkenplatte. Das ist ein Herzchen von mir. Wenn es abwerten benutzt wird, tut mir leid. Ne? Ich habe es doch selber noch nie gehört davor. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie man Döner in irgendeinem Kontext abwertend erwähnen kann. Das ist das absolute Superfood, sage ich euch. Oh, wichtig, plus 4, Leute. Let's fucking go, Mann. Wir sind so am Reinklimpen gerade. Wenn ich das Z-Game vorher noch sauberer gespielt hätte, dann wäre es richtig nice gewesen, Leute. Oh, mein Beileid, Little Lail. Ich kann dir leider nicht sagen, wie lange ich noch da bin. Wahrscheinlich noch 1-2 Games. Ich würde gerne Master machen heute. Ich hoffe, du kannst hier ein bisschen Ablenkung finden. Pass auf dich auf, du. Terrible. Also sowas liest man wirklich nicht gerne, aber ich. Ja. Also schau, dass du dich vielleicht mit Leuten umringst, die also irgendwelche Freunde, Familie, dass du nicht alleine bist gerade, ne? Pass auf dich auf. So. Selbst wenn es rechts wäre, was hat das mit Abwerten zu tun? Was? Wieso hast du Juggle Second? Weil, was zur Hölle? Welcher Rang ist Double Lift? Ich nehme an Challenger 1. Also irgendwo in Challenger halt. Double Lift ist schon sehr, sehr gut. Ja, wir müssen uns schon noch ein bisschen hochspielen. Aber wenn wir jetzt noch eins gewinnen, dann sind wir bei Kani. Das wäre schon mal ein großer Triumph, kann ich sagen, wenn wir bei Kani wären. Soweit müssen wir kommen. Danke an Pipes für den Support. Ach, da einen wundervollen. Du siehst irgendwie schmaler aus. Ich glaube, ich habe ein bisschen abgenommen, aber halt nicht wirklich, was ich möchte, ne? Ich hatte halt eine Lebensmittelvergiftung und du nimmst halt, glaube ich, sehr viel Flüssigkeit ab einfach. Ist der Account neu oder bist du so schnell auf Level 77? Und der ist nicht neu, nein. Ich habe einen europäischen Account mit Master MMR von mir transferiert. Und auf dem spiele ich jetzt gerade. Danke auch an The King für das ganze Jahr. Schön, dass du hier bist. Döner gleich Peter aus Griechenland, weil schon viele, ich glaube, so belegte Brötchen wird es in vielen Kulturen schon gegeben haben, oder? Ich meine, der moderne Döner kommt halt aus Berlin. Aber ich glaube, Döner an sich oder ähnliches, wird's gegeben. Ich meine, da werden viele Leute werden sich denken, Brot geil, Fleisch geil, was, wenn man die zusammentut, ne? Das wird's schon geben. Bist du bei Tom und Jerry eher für Tom oder für Jerry? Ich meine, als Kind warst du für Jerry. Und wenn du älter wirst, merkst du, dass du für Tom bist. Das ist aber bei vielen solchen Charakteren so. Wenn du die SpongeBob geguckt hast, warst du immer für SpongeBob und Patrick. Und wenn du älter bist, bist du für Thaddäus. Weißt du? Das ist bei all diesen, als Kind realisierst du das nicht so, wenn du älter wirst, ne? Ja, zack, zack, zack. Na, auch mit 28 ist was für SpongeBob? Na, der arme Thaddäus, Leute. Das hat er wirklich nicht verdient. Immer für Mr. Krabs. Mr. Krabs. Das ist auch ein geiler, der Mr. Krabs, ja. Werde ich jetzt Kasix oder werde ich jetzt Trinder mehr? Fuck. Oder bin ich Master Yi? So viele Fragen. Ich bin einfach drin da weiter raus. Spielst du mit deinem Mate noch oder ist die Elo zu low? Ich bin zu low gerade. Kani ist zu hoch, Leute. Kani ist zu hoch, dass ich das jemals sagen würde. Der ist schon Master. Ich muss sie jetzt aufholen. Deswegen mache ich gerade länger als er.
So. Thaddeus fühlt man mittlerweile so sehr bei der Arbeit etc. Yep. Was Kasixta aus rauskam, ja, hat man in die Mitte gespielt. Ja, ja, wer erinnert sich noch an Alex Isch auf seinem Kasix mit dem fucking Pentakill? Das war so hype. Aber in Moskau 5, Gambit, die waren allgemein, das war so geil zu sehen damals. Late Night für uns, Elden Ring. Leute, ich habe mich jetzt 10 Stunden gepusht. Ich würde jetzt gerne das Game hier holen, Master holen und dann ab ins Bett. Das wäre mein Träumchen für heute. Das wäre wirklich mein Träumchen für heute. Jetzt noch ein schöner Abschlusswin. Hier noch einmal den Heimer reinbomben, den kennen sie nämlich noch nicht. Und dann ins Bett. Das wäre wirklich ein Träumchen hier. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Falsch. Der super Scalodonga hier. Der Elden Ring Quest ist fast frech. Na, Leute, ich weiß das so zu schätzen, dass so viele Leute so viel Bock haben auf meinen Stream, dass sie immer noch mehr wollen. Ich bin halt auch nur ein Mensch, ne? Ich muss jetzt irgendwann mal was zu essen holen und so. Aber es ist echt cool, dass ihr immer Bock habt auf den Content, ne? Sonst könnte ich das hier nicht machen. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, wie surreal das ist. Ich bin einfach gerade in Mexiko, weil ich Zuschauer habe und mich ein Fußballunternehmen gesehen hat auf Twitch und dachte, hey, den schicken wir mal nach Mexiko. What? Wie krass ist das? Ich werde einfach random ans andere Ende der Welt geschickt. Ich hätte jetzt in dieser Zeit, ich hatte 3 Angebote. Ich hätte nach Los Angeles gekonnt. Und ich hätte nach Korea gekonnt. Ich darf einfach nur, weil ich Zuschauer auf Twitch habe. Ich kann die ganze Welt erkunden so und überall Solo-Queue spielen. Das ist so verrückt, ne? Megas Fußballunternehmen Kings League. Kings League. Oh, das klingt sehr gut, Pathetic Pancake. Werde ich mir anschauen. Ist es auf YouTube auch? Ansonsten gehe ich ins VOD. Vielen, vielen Dank dir. Sehr geile Idee. Dann kann ich das anschauen zum Schlafen. Ich muss unbedingt noch Elden Ring spielen vorm DLC, um mich ein bisschen vorzubereiten. Korea wäre Faker Hall of Fame gewesen. Genau, ja. Aber ich glaube, ehrlicherweise glaube ich, dass es da jetzt jemanden erwischt hat, für den es was viel Besondereres ist. Und ich glaube, da hat es jetzt genau den Richtigen erwischt, der die Chance hat, zu Faker zu gehen und das mitzuerleben. So. Wer? Tolkien, ja. Also die hatten mich gefragt, und dann, ob ich das machen möchte. Und ich bin halt währenddessen hier. Und ich dann nach Korea rüber. Und ich habe ja für die Kings League dann, zumindest beim Finale, will ich ja auch ein bisschen streamen hier. Und dann haben sie halt gefragt, ob ich jemanden empfehlen könnte. Und ich meine, das hätten sie auch selber rausfinden können, aber es gibt einen deutschen Streamer. Wenn es um Faker geht, dann muss man ihn schicken. Dann muss man ihn einfach schicken. Keiner hat so verdient wie er. Der ist da richtig drin, wisst ihr. Ich meine, die wären auch so auf ihn gekommen, hundertprozentig, aber konnte ich eine kleine Empfehlung geben. Ne? Danke an Mr. Anubis für den Support. Willkommen. Tolkien und Maluna ist schon cool, ja. Ja, ja, das sind 2 ganz liebe, die haben es wirklich verdient. Ist Conqueror immer besser als Komet? Nö, ich mag bloß diesen Playstyle mit Conqueror Heimer sehr. Jetzt stecke ich keinen Turret mehr. Da kommt man nochmal, der blöde Drache. 2 Stacks habe ich ihm schon gegeben, so ein Stück. Wie um die Ecke läuft für den Stack, die Sau. Ach, Mann, Leute. Oh, alles gut? Was rapidierst du wie das ganze Haus? Du bist viel zu gut drauf in letzter Zeit. Ich höre dich gar nicht mal schreien. Gewinnst du etwa? Es sieht gut aus, ja. Wenn ich das gewinne, bin ich Master, dann kann ich endlich schlafen gehen. Dann kann ich endlich wieder Duke spielen mit Kamoin. Das war ein langer Grind. Das war ein verdammt langer Grind.
Hoffentlich. Ich sehe schon, wie ich hier wieder runtergesprintet werde. So, wir ziehen jetzt langsam unsere Turret-Line vor. Ganz langsam. Ja, langsam. Und dann? Nach der Kenwave. Nach der Kenwave ziehen wir sie ganz absurd und dann gehen wir für Perma-Arrestment auf ihn. Das ist die Idee. Mhm. Oh. Platz sitzen jetzt noch nicht so ganz, ne? Aber wir haben den Ken gekriegt. Nice. So. Jetzt sind wir hier schön weit vorne. Und jetzt wird permanent reingepusht. Ich glaube, er hat kein Dings dafür, ne? Genau, das ist gut für uns. Das ist sehr, sehr gut für uns. Bleiben wir einfach hier. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wie wir unser E ausgeben. Du weißt, wie jetzt gerade, wenn der Hegarim hier um die Runde läuft, sind wir einfach tot, weil wir unser E verwendet haben halt. So. Who's a good dragon? You are. Ja, ein bisschen greedy vielleicht, da noch die ganze Wave zu klären. Aber wenn wir jetzt unsere Potion verkaufen und noch 40 Sekunden in der Base warten, dann haben wir Lost Scepter. Ne? Dann, das ist ziemlich gut. Das ist schon ziemlich gut. So, exzellent. Good line weiter nach vorne. Push it up, boys. So. Die Wave nehmen wir jetzt nur mit dem einen Turret, weil dann haben wir nämlich gleich drei für vorne. Ich mag immer diesen einen Turret hier an der Seite super gerne. Ja, das, wir haben halt ein bisschen ein Problem wegen dem Pike, ne? Oh, das war ein blöder Hit. Er ist tot einfach. Schade. Die Gewehr hat er noch rausgekriegt, aber leider noch nicht den extra Schuss rausbekommen. Lieber Heimatiger so sehr. Das ist so ein cooler Champion, Mann. Bist du noch in Mexiko? Ich bin noch in Mexiko, ja. Ich bin noch in Mexiko. Und jetzt kriegen wir unten den Kill dafür, weil der Pike Mitte war. Oh ja, Leute. Genau so. Ich habe immer noch, ja, von früher habe ich noch das Fertigsteller-Emote, ja. Das war noch Zeiten, da haben wir den ständig gespielt. So ein cooler Champion, einfach. Jetzt ist Zillas Bot. Wait, Griffin? Ist das nicht sogar jemand Gutes, Griffin? Griffin habe ich schon mal gehört, den Namen. Das wird wahrscheinlich der echte sein. Aber ein Heimer Jungle, es gibt in EU West, gibt es einen Grandmaster, glaube ich, oder sogar höher, Jungle Heimer Dinger OTP. Der heißt Jungle Dinger, heißt der. Absolute Legende, der Mann. Ist auch so ein richtig, der hat auch so einen richtig, richtig positiven Mindset, der Kerl. Der Jungle-Dinger. Boah, wenn ich einen Cooldown gehabt hätte, kill ich da beide. So schade, Mann. So schade. Aber das ist das Schöne, ne? Also ihr wollt praktisch als Heimerdinger, wollt ihr die ganze Zeit gekämpft werden von den Gegnern. Das ist genau, was ihr wollt.
Ihr wollt, dass die permanent in euch reinspielen. Und ihr wollt halt, ihr gebt eurem Team so viel Freiraum damit, wenn ihr das macht. Euer Team hat überall Überzahlsituationen, die haben überall Some Advantage und trotzdem sind wir ahead und trotzdem traden wir positiv, wisst ihr? Genau so wollt ihr das praktisch spielen mit Heimer. Und ihr werdet sterben, versteht mich nicht falsch. Natürlich werdet ihr sterben, wenn ihr das macht. Ihr nehmt sehr, sehr viele Risiken mit diesem Playstyle. So. Yes. Und jetzt dann bald den Turret, wenn es so weitergeht hier. Immer mehr CSD9. Jede Wave kostet ihn ein paar Last Hits. Jede einzelne Wave. Jetzt könnte Pike kommen und Hika. Der sollte auch noch tot sein hier. Excellent. Und die Bertha räumt auch noch die Minions auf. Das heißt 2 für 1 getradet hier. Sehr gut. Wäre besser gewesen, wenn ich instant, als ich gestorben bin, sofort Items gekauft hätte. Weil ich das auf die Turrets aufwirkt und dann die Turrets auch noch stärker sind. Wisst ihr? Ja, und jetzt wieder. Nein, niemand ist da. Das heißt, wir kriegen Botlane-Platten und unser Jungler kann for free farmen oder invaden. So, das ist genau, was ihr sehen möchtet hier in dem Game. Silas wird auch runterkommen, wir müssen echt aufpassen, ne? Ja, weiß wahrscheinlich noch nicht, was Heimerdinger macht. Das heißt, es kann sein, dass er blöd auf uns hüpft. Schade, dass ich den ja noch gekriegt habe. It's okay, it's okay, it's okay. Sterben, Crippen. Mein Pilz Snapchat an der P. Nee, aber so Items wie zum Beispiel, wenn du Faded Ashes oder Blackfire Torch dir holst. Weißt du, solche Effekte. Sorry, habe ich vielleicht falsch ausgedrückt. Hey, man macht aber auch echt krassen Damage. Ja, muss er aber auch. Wenn er nicht so krassen Damage machen würde, das ist ja das. Also, der ist ja eh nicht viel gespielt. Der Champion. Der muss ja irgendwas, muss er ja können. Ich liebe Heimerdinger, ja. Mein Gott, diese Fertigstellerzeit, das hat so Spaß gemacht damals. Wenn ihr euch noch dran erinnert. So. Ist ja eine Tür an der Seite wirklich zu weit außen, ne? Zwei. Ich habe kein TP mehr allerdings. Can my Heimer play the game? Das ist so dreist. Ich solo carry dieses Game legit. Das ist so frech. Also ich solo carry das gesamte Spiel. All right, everyone.
Scheiße. Der Werwolf ist tot. Müssen wir das hier nehmen? So. Some division into species. I see. Zero Damage Gin Earth. Welche sind Jacks Propeller? Ist gar nicht so schlecht gegen meine Turrets später. Jetzt habe ich gerade keine Turrets, das heißt, wir wollen jetzt hier nicht fighten. Gehen wir nach oben. Keine Ahnung, sag du mal, was mehr ist Diana. Mate, also, legit, das ist so ein gutes Game. What? Wir sind so krass am Carried. Okay, das war nicht so krass, okay. Mich überrascht, dass einfach so random in den Busch läuft. So fuck war das. Ich glaube, Healing Reduction ist hier actually gut, oder? Gegen Hecarim, Zillas, Smolder. Pike healt sich, Jax healt sich ein bisschen später. Das ist gar nicht so bad. Was macht Zillas mit Heimer Ult? Er kriegt den Button und wenn er ihn drückt, kann er sich zwischen eine von drei Ultis kann er sich überlegen. Eine von den drei kann er sich dann aussuchen. Wenn man sieht halt nur, hat Prio und Move nicht. Ja, weißt du, das Problem ist aber, Heimerdinger kann halt nicht moven, weil wenn er Turrets auf Cooldown hat, ist er useless. Also bleibt er bei seinen Turrets. Verstehst du? Er muss halt dann bei seinen Turrets bleiben. Sonjas wird wahrscheinlich unser nächster Ball, ja. Also jetzt hier. Wahrscheinlich Sonjas. Nice, hier gank zu werden von Hecarim. Bisschen Vision wäre gut, wenn wir hätten. Mal den Turret. Kleinen Tod. Ah, Scan wird noch sehr hart, Leute. Das wird leider noch sehr, 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 sehr hart hier. So wie das gerade wirkt. Später Smolder Scaling noch, Leine. Scheiße, wie hat denn mein E nicht getroffen, ne? Wie hat ihn denn mein E nicht getroffen, ne? Hä? Ich hab den Stun nicht gekriegt auf ihn. Wir sollten Drakes hier machen. Ich verstehe nicht, wie das eh nicht gefittet hat. Das müsste doch drauf gewesen sein, oder? Ja,
Ja, das Insta ist gekauft, wäre tot. Nee, nee, nee. Nur wenn ich das hier gekauft hätte. Wenn ich das hier gekauft hätte, wäre tot gewesen. Aber das passt nicht mehr in mein Bild. Scheiße, Bro. Gibt da noch ein Wort zusätzlich zu dem anderen Wort? Ich habe schon eine Menge Tode hier, ne? Ich spiele ein bisschen zu aggressiv vielleicht. Dora wäre tot gewesen, der Burns geht mit AP. Liandris nicht, glaube ich. Beziehungsweise, da brauchst du, glaube ich, 100 AP. Und der Baleful hat 3% Scaling. Das heißt, das macht, glaube ich, nicht mal einen Damage-Unterschied. Needlessly Large Shot. Also pro Tick. Und du kriegst halt noch 2 Ticks. So. Du bist Heimer, als hättest du doch zusätzlich. Du musst Heimer so spielen. Der Champion ist aktuell sehr, sehr schlecht. Das heißt, du musst sehr aggressiv sein und deine Chancen finden, weißt du, mit dem Champ. Hast du eigentlich auch in Immobilien und Aktien investiert? Ein bisschen, ja. Unser Jungler ist leider kompletter Totalausfall. Der killt alle meine Türs nebenbei, ne? Crazy. Das ist echt crazy, dass er die einfach alle nebenbei killt. Ja, wir sollten einfach sogar Ravadons gehen hier für noch mehr Schaden. Okay. Okay, also die Camille spielt nicht viel Camille. Und jetzt ist der Smolder außer Kontrolle. Okay. Wir brauchen Void, brauche ich auch. Wir brauchen einfach Rubber Void, glaube ich, hier. Tja, aber das Game sieht nicht gut aus. Also, muss ich ehrlich zugeben, das sieht überhaupt nicht gut aus, das Game. Wir haben unseren Job gemacht, würde ich sagen. Wir haben extrem viel Impact gehabt, aber wir haben Hard-Losing-Top, Hard-Losing-Jungle und unsere Botlane wird halt irgendwann outscaled werden. Also, es wird ein sehr schweres Game, leider. Wäre sehr schade, wenn wir das nicht gewinnen, weil ich glaube nicht, dass ich noch viel mehr machen kann, leider. Ich hätte gerne mit Master ins Bett gegangen, aber ich glaube nicht, dass wir noch eins machen. Wir müssen das hier holen, irgendwie. Wir müssen das hier holen, irgendwie. Das ist halt gegen diese ganzen No-Skill-Bruiser, das ist immer so schwierig zu carryen. Ey, der überrennt dich doch. Hm. Okay. Nicht one-hitten, ne? Könnte P, wir müssen da hinlaufen, manuell. Du-du. Does anyone understand how hard it is to find a fireproof better again? 5k, Jacks von hier. Zusammen. Ja, also gefühlt ist das verbuggt, ne? Der Kerl. Gefühlt kann ich den nicht treffen. Ich werde ihn langsam chasen, dann haben wir alle 5. Das ist die schlechte, die Diana. Crazy.
Ist dieser Griffin nicht ein bekannter NA-Spieler oder bilde ich mir das ein? Die haben halt leider, also der Jax AOE und Stunt meine Turrets, der hat AOE, der Smolder hat AOE im Grunde meine Turrets. Das ist actually voll schwer, die Turrets am Leben zu halten, ne? Danke an das Wasser ist es und Saisor, willkommen. Schön, dass ihr da seid, genauso wie der Bluto. Wie hast du den? Okay, cool. Wir sollten mal für den Cheezer gehen. Ich weiß nicht, ob wir den Drake farten können, aber wir können try. Wir brauchen jetzt nur noch Void Stuff als letztes Item hier. Ein bisschen mehr die Türme spreaden. Ja, ist natürlich gut, aber macht keinen großen Unterschied gegen Smolder und Eker. Einfach zu viel Range. Ich farm halt relativ wenig, ne? Was? Wichtiger kleiner Pauke-Dieder. Von der Diana. Well played, Diana. Gibt's sie von uns. Nice, huge, Leute. Einfach nicht, einfach nicht. Finish. Okay. Wir haben zwei Turrets hier. Haben wir den auch noch? Huge, Leute, let's go! Toaster Willi, vielen lieben Dank für den Support. Schön, dass ihr da seid, Leute. Ganz, ganz viel Spaß hier. So spät noch on. Ja, ich versuche gerade noch Master zu machen, weil Kani ist schon Master und wir würden ja gerne morgen Duke hier spielen, wisst ihr? Und damit wir Duke hier spielen können, müsste ich aber auch Master sein. Also versuche ich noch Master zu machen und mein Gehirn ist schon nicht mehr ganz so leistungsstark, aber. Ja, 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 ja. Okay. Nee, manchmal verstehe ich diesen Stun einfach nicht. Schön Team. Ja, Twitch Shot macht mir damit ist ein ganzer ist ein ganzes gut ab. Der Kill von Smolder. Oh! Der Smolder ist echt ein Problem für meine Türme, die armen Namen-Türme. Jetzt können wir einfach 5 mal in Top gehen hier als nächstes, würde ich sagen. Man. Herr Smolder. Hey, Katus Luffs, vielen lieben Dank dir für den Support. Ich dich auch. Wäre es mich besser, mit Heimat zu splitten? Na, wir wollen Teamfighten hier gegen die ganzen Melees, Leute. Wir wollen hier Teamfighten. Wir wollen bei unserem AD-Carry stehen. Wir wollen ein Türmchen zu seinen Füßen legen. Und dann soll er Damage machen. Das ist die Idee. YouTube Shorts Music.
Die gute alte YouTube Short Music. Nice. Gut. Sehr, sehr gut. Ja, nicht, ich glaube, das ist ein Q zuerst, ne? Leider, das ist ein Q zuerst. Das ist okay, Leute. Das ist okay. Danke an Chael für den Support. Schön, dass ihr da seid, Leute. Stun hittet? Ja, der hat auch mal gehittet. Ich meine, theoretisch können wir einfach enden, oder nicht? Der Jena kann einfach die Tür sehen. Okay. Nice. Hey, there it is, boys. There it is. Let's fucking go. Was das? Das, obwohl der Tag so schwer gestartet hat. Da ist es. Da ist es. Danke an Chael und Katalos. Vielen lieben Dank euch. Boah, wir haben das Game haben wir so hart gesmurft. Zu viele Tode. Ne, man hat auf jeden Fall ein bisschen weniger Tode. Aber wir haben so viel Arbeit gemacht in dem Game. War richtig, richtig nice. Ha, Leute. War ein schöner Stream heute wieder. Ja, war richtig, richtig geil. Wenn ihr jetzt noch was sehen möchtet... Ne, also wenn euch das noch nicht genug No-Way war, morgen geht's dann weiter mit Master NA Gameplay. Schauen wir, dass wir Grandmaster schnell rocken. Ne? Ich hoffe, es hat euch heute Spaß gemacht. War wirklich wundervoll mit euch. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, gerne in den Vlog reinschauen. Ne? Da seht ihr wundervolles Arschbolzen. Also ganz, ganz gute B-Note. Gerne auch ein Like und einen Kommentar an. Super geiles Video, wie immer. Ansonsten, ich habe mein erstes TikTok gemacht. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber es ist bestimmt klasse, ne? Weil man muss jetzt auch TikTok machen, weil man sich multiplattformmäßig aufstellen muss. Das heißt, schaut natürlich auch mein TikTok an. Das findet ihr hier. Und morgen geht's weiter mit Dukio mit Kani, ne? Dickes, dickes Dankeschön, dass ihr die Streams so angenehm macht heute, aktuell. Danke fürs dabei sein und eine wundervolle gute Nacht. Bis dahin. Macht's gut, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Gute Nacht. Selbst in Korea kennt dich jetzt jeder. Du und dein Set haben sogar Faker.